Heute bin ich hervorragend in Form, Jess. Wollen Sie nicht ein paar Meilen laufen? Hm? Prima. Wenn wir Richtung Stadt joggen, sodass ich mich frisieren lassen kann. Wenn ich nicht da reingehen muss, gerne. Ich hole nur meine Handtasche. Und du willst tatsächlich keinen Maler hinzuziehen? Ich gebe dir noch eine Woche. Seth, ich sagte dir schon, ich finde die Malerei wirklich entspannend. Oh, entschuldige bitte. Hallo? Ja, ich bin's. Oh, ja, Mr. Vernon. Ja, ich habe Ihren Brief bekommen und... wirklich, ich freue mich zu hören, dass Ihrem Klienten mein Haus gefällt, aber wie ich bereits sagte... danke, aber mein Haus ist nicht zu verkaufen. Mr. Vernon, bitte verzeihen Sie mir, wenn es schroff klingt, aber ich habe nicht die Absicht, das Haus zu veräußern. Weder jetzt noch später. Wie viel? Weißt du auch, was die Grundstückspreise so in die Höhe treibt, Jessica? Es sind diese reichen Wochenendurlauber, die von Morgan Bay zu uns herüberschwappen. Ja, Morgan Bay war früher so eine nette, friedliche kleine Stadt. Jetzt kann man nicht mal mehr einen Platz im Café des Shadyside-Restaurant bekommen, wenn man keine Reservierung hat. Du denkst doch wohl nicht, dass es bei uns auch so werden wird. Was meinst du, hat dieser Anruf bezweckt? Diese Stadtmenschen suchen bestimmt ein neues Territorium für ihre Wochenenden. Mhm. Guten Morgen, Sam. Morgen, Jessica. Doc, ich wollte gerade mit Ihnen reden. Nicht jetzt, Sam. Später. Wir steigern gerade unsere Pulsfrequenz. Meine Güte, Sam, ist es schon wieder Zeit für Wahlen? Alle zwei Jahre. Ich wusste nicht, dass Sam so weit zählen kann. Oh, Seth, er ist harmlos. Das ist alles. Das habe ich gemeint. Genau das. Er tut nie etwas. Ist es nicht bezeichnend, dass er jedes Jahr im Juli verreist? Juli, Jess. Wenn diese ganzen Touristen dir einfallen, Touristen. Weißt du, Seth, du brauchst nicht zu joggen, wenn du deine Pulsfrequenz hochtreiben willst. Morgen, Milton. Morgen, Jessica. Sehe ich recht, Sie kandidieren gegen Sam? Ein dreckiger Job, ich weiß, aber einer muss es ja tun. Die Zukunft ist jetzt. Was bitte soll das bedeuten? Die Zukunft ist nicht jetzt, so ein Unsinn. Doch, doch. Sie hat bereits angefangen. Diesmal wird die Wahl ja interessant. Seit vielen Jahren schon hat Sam keinen Gegenkandidaten mehr gehabt. Milton ist nicht populär genug, um die Wähler zu überzeugen, die jedes Mal dafür gesorgt haben, dass Sam im Amt bestätigt wurde. Jedes Mal wieder. Du meinst die 86%, die zu Hause bleiben. Genau. Das ist ja ganz leider. Jessica, über Ihre Bücher kann ich nur eins sagen. Ich bekomme davon Albträume. Wieso schreiben Sie nichts Heiteres für eine Frauenzeitschrift? Ideal. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Jessica vorhat, nette kleine Kurzkrimis und Kochrezepte zu schreiben. Eigentlich ist mein Hauptanliegen zurzeit, endlich die Renovierung meines Hauses abzuschließen. Willst du es verkaufen, Jessica? Die Nachfrage ist jetzt groß. Wir erzielen sicher einen sehr guten Preis. Verkaufen? Eve, meine Güte, du weißt genau, ich denke nicht im Traum daran. Oh, entschuldigen Sie mich eine Sekunde. Guten Morgen, Mrs. Hare. Könnten Sie mich heute noch dran nehmen? Ihr Mann ist sehr nett, aber sie ist etwas eingebildet. Wenn ich Sie sehe, egal wo, immer streiten Sie sich. Aber ich kann euch leider nicht verraten, worüber. Sie haben 2 Zehn für Sarah Jenkins Haus bezahlt. Nur für ein Wochenendhaus.
Ich finde, $210 sind ein ganz vernünftiger Preis für ein Wochenende. Aber sicher doch gerne. Ich nehme Sie dran, sobald ich mit Mrs. Fletcher fertig bin. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Haben Sie vielleicht einen Cappuccino? Tut mir leid, nein. Oh, einen Espresso? Nein. Guten Morgen. Oh, hallo. Guten Morgen, Winifred. Dafür, dass Sie heute eine große Party geben, wirken Sie gelassen. Ach, wissen Sie, Jessica, darum kümmert sich der Party-Service. Obwohl ich sagen muss, dass ich kein Vertrauen zu ihm habe. Gibt es einen guten Gastronomiebetrieb in dieser Stadt? Jessica, bitte ruf mich bald an wegen deines Hauses. Ich denke, ich habe schon eine von deinen Karten, Eve. Zurzeit bin ich furchtbar beschäftigt. Kennen Sie diesen New Yorker Anwalt, der die Park Avenue-Klienten vertritt? Er ist so angetan von Cabot Cove. Aber ich bin sicher, ich kann Zeit für Ihre Freunde finden, die auch Interesse haben an so einem hübschen kleinen Plätzchen, Mrs. Thayer. Oh, wieso eigentlich nicht? Aber was für ein Pech. Jessica hat jetzt meine letzte Karte. Aber ich würde Ihnen gerne eine vorbeibringen, wenn ich darf. Gegen 8, ginge das? Oh, gütiger Himmel, ist es wirklich schon so spät? Ich habe vollkommen meine Parkuhr vergessen. Wann soll ich wieder hier sein? Ungefähr in einer halben Stunde. Das wäre genau richtig. Fantastisch. Jessica, ist dieser New Yorker Anwalt zufällig ein gewisser Jason Vernon, Eve? Ich kann nicht glauben, dass du ohne mich Geschäfte mit ihm machst. Ist er nicht toll? Auch du, Phyllis? Ach komm schon, er war einmal bei mir und hat gesagt, wie sehr ihm mein Haus gefallen würde. Ich muss sagen, er scheint gute Ideen für die Stadtentwicklung zu haben. Er war auch sehr an meinem Reisebüro interessiert. Wisst ihr schon, dass er auch für mein Geschäft ein etwas merkwürdiges Angebot hatte? Und ich dachte, er wäre mein Exklusivkunde. Mir hat er einen Brief geschickt und darin stand, dass dieses Gebäude um vieles wertvoller wäre, wenn ich es renovieren lassen würde. Ich weiß nicht, was er meint. Das wäre ganz interessant. Eine Modernisierung der City wäre nur möglich, wenn sich der Stadtrat damit einverstanden erklären würde. Und Sam hat immer dafür gesorgt, dass alles genauso bleibt, wie es ist. Das ist eine prähistorische Art und Weise, eine Stadt zu verwalten. Und überhaupt, seine Meinungen sind hoffnungslos veraltet. Wir müssen Sam Booth abwählen. Oh, Eve, Sie werden doch hoffentlich nicht Milton Overgaard wählen. Dieses sexistische Schwein kommt nicht in Frage. Aber ich werde für Milton stimmen. Ideal, wieso? Was findest du nur an ihm? Bitte nenne mir nur eine Eigenschaft, die an ihm positiv ist. Da wäre seine arme kleine Frau, möge sie in Frieden ruhen, hat mir immer die allerköstlichsten Torten gebacken. Also ich werde Sam wählen. Er hat schönes, weiches Haar. Sie sind fertig, Jessica. Danke, Loretta. Wisst ihr, was für diese Stadt wirklich gut wäre? Eine Bürgermeisterin. Findest du nicht auch, Jessica? Ich finde, dass das Geschlecht kaum eine Rolle spielt. Naja, manchmal ist es nicht unwichtig. Phyllis, das ist nicht nett. Bis in 4 Wochen, Jessica. Danke, Leute. Danke sehr. Es tut mir leid, wenn ich die Damen vielleicht störe, aber können Sie mir sagen, wo ich das Büro des Bürgermeisters finde? Oh ja, hier links. Es ist nicht weit. Sie können es nicht verpassen. Danke, Ma'am. Das ist sehr nett von Ihnen. Wissen Sie, ehrlich gesagt, ich komme mir etwas dumm vor, aber die große Stadt verwirrt mich ein bisschen. Arbeiten Sie hier, Ma'am? Oh nein, nein. Das ist Jessica Fletcher, die Schriftstellerin. Aha. Und ich bin Annie Mae Chapman. Guten Tag. Bis bald. Wiedersehen. Ma'am, ich hatte gehofft, ich könnte für morgen einen Termin bekommen, wenn es sich machen lässt. Sie müssen wirklich sehr beschäftigt sein in diesem wunderschönen Salon. Ich bin sicher, ich finde noch Zeit für Sie, Miss Chapman. Oh, gut. Sehen Sie, da ist jemand, für den ich besonders hübsch aussehen will. Für wen will sie wohl so hübsch aussehen? Was ist denn mit dir los, Eve? Hast du Angst vor ein bisschen Konkurrenz? Kaum zu fassen, was aus Sarah Jenkins Haus geworden ist. Ich habe das Gefühl, der einzige vernünftige Grund, hier zu wohnen, ist, möglichst weit von der Stadt weg zu sein. Jessica, da wären wir. Ich habe ihn gefunden. Jessica, schön, dass Sie gekommen sind. Ich danke Ihnen vielmals. Seth Horton? Wie viele Tombola-Lose hätten Sie gern? Nur $50. Poste. Sie sind zu teuer. Du wolltest es nicht glauben. Jeder Penny geht schon morgen an die Cabot Cove Naturschutzstiftung. Ah ja, sodass die Rehe weiterhin ganz ungestört meine Blumen anfressen können. Schatz,
Ich möchte gerne zwei Lose. Ich finde, das ist eine wunderbare Idee von Ihnen, diese Party für unsere Stiftung. Ich gebe Ihnen einen Scheck, bevor ich gehe. Selbstverständlich. Die Leute hier sollen alle wissen, uns liegt etwas an Cabot Cove. Und außerdem wollte ich Ihnen noch unser Haus zeigen. Er hätte ja auch warten können, bis es fertig ist. Aber bis dahin sind wir wahrscheinlich schon längst tot. Jessica, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich liebe Cabot Cove. Aber ich finde, dass die meisten Menschen hier sehr antriebslos sind. Ich finde das fabelhaft. Ich finde den langsamen Tischler fabelhaft und die neue Ampel, die immer auf Gelb stehen bleibt. Natürlich findest du das fabelhaft, weil du nicht die ganze Woche über hier bist, um mit irgendwelchen Handwerkern zu verhandeln. Alles, was du tun musst, ist an den Wochenenden herzufliegen. Jessica, wissen Sie, einen Flughafen, den könnte die Stadt wirklich gebrauchen. Wenn es hier einen gäbe, müsste ich nicht immer von Morgan Bay herfahren. Und wo, würden Sie meinen, müsste dieser Flughafen gebaut werden? Na, es kann doch nicht so schwer sein, ein bisschen Wald abzuholzen. Nein! Paul! Paul hat den Ferrari für die Tombola gestiftet. Entschuldigen Sie uns bitte. Nur einen Moment, bitte. Die Wachtelbrüste müssen durchgebraten sein. Die hier sind beinahe rot. Ferrari? Wachtelbrüstchen. Oh, Sid, Jessica, ist das nicht wunderbar? Ich habe schon Termine mit drei Leuten gemacht, die dein Haus sehen wollen. Eve, aber ich verkaufe mein Haus nicht. Gute Idee, warte, bis die Preise noch weiter gestiegen sind. Oh, meine Güte. Ist das nicht Horton Thayer? Oh, ist ein Traum. Ist dir das nicht bewusst, wenn diese Wochenendurlauber die Preise weiter in die Höhe treiben, können die Einheimischen bald nicht mehr in Cabot Cove wohnen? Mr. Sayer, ich bin die Maklerin in der Stadt und hier ist meine Karte. Ich würde... Würden Sie mich bitte entschuldigen? Sie hat sich auf mich gestürzt. Darf ich eine Frau nicht mal anlächeln? Geht das jetzt etwa schon wieder los, Schatz? Ich will nur wissen, in welchem Zimmer du diesmal schlafen wirst. Oh, die holde Gattin schlägt zurück. Die Bürgermeisterkandidaten sind gerade beim Händeschütteln. Sam wird es weniger gefallen, wenn es ihn weiter vom Essen abhält. Verzeihen Sie mir, sind Sie nicht J.B. Fletcher, die Kriminalschriftstellerin? Ja. Es tut mir leid, wenn ich Sie belästige, Ma'am, aber ich bin eine Verehrerin. Oh, Ihres hübschen Hauses. Ich glaube, ich will nicht die halbe Nacht hier rumstehen. Doc? Verzeihen Sie mir, Doc. Ich möchte gern mit einflussreichen Bürgern über ein von mir gefördertes Projekt reden, das Cabot Cove weltberühmt machen wird. Cabot Cove International Airport. Ist dieser Flughafen vielleicht speziell gedacht für Wochenendflüge zwischen Boston und hier, Milton? Ja, genau. Boston ist eine schöne Stadt, das wäre doch praktisch. Sagen Sie mir bitte, Milton. Woher kriegen Sie bloß das Geld für Ihre fünffarbigen Wahlplakate? Kein Mensch in Cabot Cove würde auch nur einen einzigen Cent beisteuern zu Ihrer Kampagne. Vielleicht bekomme ich Spenden von Leuten außerhalb der Stadt. Wieso auch nicht? Hören Sie, Doc, ich kann mir die Wahlkampfgelder besorgen, wo immer ich will. Denn wir leben in einem freien Land. Allerdings, und das heißt auch, diese Leute von außerhalb können Sie unterstützen, solange Sie wollen. Aber Sie können sie nicht wählen. Danke, dass Sie mir den Abend gründlich versaut haben. Oh, Doc. Doc, ich hoffe, Sie haben nicht etwa vor, diesen Kerl zu wählen. Ich muss Sie wohl auf das Wahlgeheimnis hinweisen, Sam. Aber Doc, was soll aus mir werden, wenn ich nicht wiedergewählt werde? Alles, was ich kann, ist, dieses Amt zu versehen, das wissen Sie. Ich will Ihnen mal Folgendes sagen, Sam. Ihr Ruf als erzkonservativer Bürgermeister ist stadtbekannt, auch wenn Sie es gar nicht so geplant haben. Wie war das nochmal? Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, dass Ihre Stärke darin liegt, ein nichtstuender Bürgermeister zu sein. Oh. Oh, danke, Doc. Vielen Dank. Ihr kennt mich. Ihr kennt mich aus der Schulzeit. Ich war da, als eure Kinder geboren wurden und als sie in die Schule kamen. Ihr habt den neuen Abwasserkanal nach mir benannt. Wenn es unter euch jemanden geben sollte, der Zweifel daran hegt, dass ich für die nächsten 2 Jahre in den Dienst Cabot Cove gestellt werden sollte, so möge er jetzt sprechen. Aber Sam, du hast mir versprochen, du würdest nicht wieder kandidieren. Wer hat das gesagt? So etwas habe ich nie im Leben versprochen. Wer um alles in der Welt sind Sie? Oh, Sam, ich bin's. Annie May. Wissen Sie, ich war gerade beim Friseur. Vielleicht sehe ich anders aus als gewöhnlich.
Ich kenne keine Annie May. Aber Sam, warum tust du so, als wüsstest du nicht, wer ich bin? Aber ich weiß nicht, wer Sie sind. Und darüber hinaus glaube ich nicht, dass irgendjemand Sie hier kennt. Oh doch, wir kennen Sie. Also ich meine, Eve kennt Sie und Loretta. Wir haben uns gestern kennengelernt. In meinem Salon, ja. Natürlich kennen mich die Leute hier nicht. Ich bin ja andauernd in Wyoming gewesen. Liebe Freunde, wollt ihr tatsächlich einer fremden Agitatorin aus Wyoming Glauben schenken? Aus Casper, Wyoming. Warum machst du das, Sam? Du hast mir versprochen, dass du noch dieses Jahr nach Wyoming zurückkommen wirst, weil du mich heiraten willst. Bitte was? Um Himmels Willen, ich habe diese Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Sie ist aus der Nervenheilanstalt in Portland weggelaufen, scheint mir. Freunde! Oh, warten Sie doch. Sie haben den Bürgermeister zu einem schlechten Zeitpunkt erwischt. Ich meine, was hätte er wohl sonst sagen können, so öffentlich vor seinen Wählern? Er hätte sagen können, dass er mich liebt und dass er mich heiraten wird, wie versprochen. Sind Sie sicher, dass wir über denselben Sam Bruce reden? Natürlich. Hier. Das ist Gladys, unsere Älteste. Ihre Älteste? Das sind Randolph und Fitzroy, die Zwillinge. Das ist Clementine. Und schließlich das Baby Sam Junior. Morgen, Jessica. Guten Morgen, Fulton. Ich schätze, Sie wissen, was gestern passiert ist. Allerdings. Wer hätte das gedacht, unser Sam Booth. Ich kann ihn mir nicht vorstellen als Vater von 5 Kindern. Besonders, wo die Mutter doch so eine hübsche junge Frau ist. Sie kennen demnach Annie May? Aber ja. Sie kam rein und hat sich nach dem Weg erkundigt. Sie ist wirklich attraktiv, finden Sie nicht auch? Sie hat mich zufällig nach dem Büro des Bürgermeisters gefragt. Unser Sam ist ein schlauer Fuchs. Ich bin mehr als überrascht. Ich meine, Sam ist nicht die Art Mann, der so ein Doppelleben führt. Er ist ein offenes Buch. Vielleicht haben wir ihn unterschätzt. Er wohnt noch in dem Haus, in dem er geboren wurde. Ich habe ihn noch nie bei einem Rendezvous gesehen. Er ist vielleicht nicht ganz so harmlos, wie du gedacht hast. Weißt du, Sir Tazlitt, du bist ein richtiges Klatschmaul. Ist dir das klar? Das bin ich nicht. Ich bin ein gut informierter Bürger, der am nächsten Wahltag von seinem verfassungsmäßig garantierten Stimmrecht Gebrauch machen wird. Dieses Jahr werde ich tatsächlich wählen. Ich gehe schon. Na. Oh, Ebenezer. Ich hoffe, wir stören nicht beim Essen, Jessica. Nein, kommen Sie herein. Doc, was tun Sie denn hier? Dieselbe Frage könnte ich Ihnen stellen, Howard. Ein Notfall, Doc. Oh, ich hole meine Tasche. Nein, Sie haben mich missverstanden. Wir brauchen Jessicas Hilfe. Was? Sie wissen doch, Jessica, Ebenezer und ich sitzen im Stadtrat. Und es war uns nur möglich, die Stadtplanung so zu gestalten, wie sie unbedingt sein muss, weil Sam die entscheidende Stimme hatte. Aber nach diesem Skandal könnte es doch passieren, dass Sam nicht wiedergewählt wird. Und wenn Milton Overgaard gewählt wird, wäre die Mehrheit im Gemeinderat für eine schnellere Stadtentwicklung. Ja, das ist alarmierend, aber was kann ich tun? Kandidieren Sie selbst. Was? Das ist eine geniale Idee. Sie würden sicher gewinnen. Aber es gibt doch genug Leute, die viel qualifizierter sind Wir als ich. Wir alle mögen Sie, Jessica. Alle respektieren Ihren Verstand. Sie genießen das Vertrauen der gesamten Bevölkerung. Und Ihr Lebenswandel gibt niemals zu Klatsch Anlass. Oder? Danke, vielen Dank, aber ich sehne mich zurzeit sehr nach etwas Ruhe. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber Sie sind doch die einzige Berühmtheit in unserer Stadt. Niemand ist besser geeignet als Sie. Ja, niemand hat Ihren Stil, Ihre Popularität. Ihre Intelligenz, Sie sind einmalig, Jessica. Ja, einzigartig. Gentlemen, danke, ich bin wirklich sehr geschmeichelt. Aber die Antwort lautet nein, unwiderruflich nein. Was ist mit Ihnen, Doc? Würden Sie kandidieren? Für Sie, Mrs. Pinkett. Overgaard, Topflappen. Für Sie, Mrs. Simpson. Topflappen? Topflappen von Overgaard. Mit Overgaard werden Sie sich nicht die Finger verbrennen.
Habt ihr je von einer derartig anmaßenden Einstellung gehört? Also eigentlich würde ich sagen, dass Sam derjenige mit der anmaßenden Einstellung ist. Hallo, ihr Süßen. Ich wusste es. Ich habe die alten Buchungsunterlagen ganz genau durchgesehen. Und es ist tatsächlich wahr. Sam Booth hat jedes Jahr im Juli eine Reise nach Casper, Wyoming gemacht. Und das seit 10 Jahren. Ach, das ist nicht zu fassen. Er sollte auf die Kandidatur verzichten und sein Amt niederlegen. Das wäre das einzig Ehrenhafte. Zumindest sollte er das Komitee verlassen, von dem der Vater des Jahres gewählt wird. Worin gehen Sie bitte ran? Wisst ihr, was uns fehlt? Hallo, Loretta's Ein Bürgermeister, der sich auch für Frauenfragen interessiert. Ich meine jemand, der die Leistung der Frauen hier zu schätzen weiß. Mrs. Simpson, das war ein Mr. Knox wegen der Verabredung, die Sie mit ihm hatten. Oh nein, wie konnte ich das vergessen? Er ist ganz scharf auf dieses alte Miolevi-Haus. Und er ist mitten in einer himmlischen Scheidung. Sie wäre das Schlimmste, was dieser Stadt jemals passieren könnte. Wisst ihr, es gibt eine Frau in Cabot Cove, die hervorragend für dieses Amt geeignet wäre. Tut mir leid, aber die Antwort lautet nein. Das habe ich gestern schon gesagt und das gilt auch heute. Aber wir wollen nicht so einen wie Sam Booth. Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Wieso geben Sie Sam nicht die Möglichkeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern, bevor die ganze Stadt ihm die Schuld zuschiebt? Sams Sekretärin hat gesagt, dass Sam Annie May völlig aus dem Weg geht. Das ist nicht besonders schwer. Annie May kennt die Stadt überhaupt nicht. Sie geht kaum aus. Sie kam in mein Reisebüro, um nach dem Weg zum Bürgermeisterhaus zu fragen. Wäre es vielleicht vorstellbar, dass ihre Auskunft sie stattdessen zum Strandcafé geführt hat? Dann wäre ihr EQ um einiges kleiner als ihre BH-Größe. Der Gemeinderat ist für diese Stadt das, was die Küche für den Haushalt ist. Und wer ist besser in der Küche als eine Frau? Schwester, denk darüber nach. Überlegt mal, wenn alle Frauen in Cabot Cove mich wählen würden, können sich diese beiden Chauvis die Stimmen der männlichen Wähler teilen. Und wir hätten endlich eine Frau in der Küche. So, Schwestern, jetzt nehmt euch von den Keksen. Sie ist eine gute Strategin. Ich weiß nicht. Es gibt eine Sorte von Wählerinnen, mit denen Eve nicht rechnen kann. Frauen mit Ehemännern. Oh, Gott sei Dank, ein bekanntes Gesicht. Sie waren gestern bei Loretta. Mhm. Jessica... Fletcher. Und ich bin Annie Mae Chapman. Ich weiß. Ich frage mich, wieso mich diese nette Mrs. Simpson eingeladen hat. Ich kenne doch keine Seele hier. Aber Annie Mae, Sie haben doch sicher ein paar Leute hier kennengelernt. Ma'am, Sie wissen bestimmt ebenso gut wie ich, dass Sie alle nur klatschen wollen. Und deswegen bin ich nicht hergekommen. Verzeihen Sie mir meine Neugier, aber was wollen Sie bloß im Cabot Cove? Natürlich wollte ich Sam besuchen. Ja, aber wieso jetzt? Ich meine, wieso haben Sie sich nach all den Jahren entschlossen, gerade jetzt nach Cabot Cove zu kommen? Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich fürchte, ich verliere langsam die Geduld mit Sam. Jeden Sommer erzählt er uns, dass er hier auch Verpflichtungen zu erfüllen hätte. Also habe ich gesagt, nächstes Jahr, wenn deine Amtsperiode beendet ist, möchte ich wirklich, dass du endlich zu uns nach Hause kommst und dich um uns kümmerst. Sie haben die Kinder gar nicht mitgebracht, wie schade. Wer passt denn jetzt auf sie auf? Sie sind bei meiner Schwester. Ah. Ach, ich vermisse sie so furchtbar. Oh, warten Sie. Kennen Sie schon dieses kleine, süße Ferienfoto? Oh, und sie ist und zeigt Fotos. Und sehen Sie, wie stolz er ist vor unserem kleinen Liebesnest im Wald. Er hat mich dazu gebracht, diesen ekelhaften Fisch zu halten, als er mich fotografierte. Und das ist Gladys? Das sind die Zwillinge? Ach, tut mir leid, Sie haben sie ja schon gesehen, Mrs. Fletcher. Nein, ich bitte Sie. Die Zwillinge finde ich wunderbar. Oh, danke. Merkwürdig. Ich meine, sie schon mal irgendwo gesehen zu haben. Natürlich, sie sehen genauso aus wie Sam. Oh, Annie Mae. Oh, Annie Mae. Eve hat gerade nach Ihnen gefragt. Sie hat gesagt, sie würde Sie gern jemandem vorstellen. Das ist aber wirklich sehr nett von ihr. Also entschuldigen Sie mich dann, bitte. Natürlich. Kommt schon, hinterhin. Jemandem vorstellen. Das heißt doch der gesamten weiblichen Wählerschaft von Cabot Cove. So ist es. Für eine junge Frau vom Land hat Annie Mae ziemlich gewandte Umgangsformen. Ja, sie kommt vielleicht vom Land. Aber ihren Friseur hat sie offensichtlich in New York. Ach, Sie meinen, Ihr Haarschnitt ist zu raffiniert? Dieser Schnitt ist nicht aus Casper, Wyoming, wohl kaum.
Jessica! Sam! Wo waren Sie bloß? Ich warte schon seit Stunden auf Sie. Ich bin bei Eve Simpson gewesen. Was ist denn los? Eve Simpson? Zu dieser Emanze gehen Sie? Jessica, ich habe auf Sie gewartet, um Sie auf Knien anzuflehen, dass Sie mir bitte helfen mögen. Oder unterstützen Sie etwa Eve Simpson? Nein, Sam, hören Sie zu. Ganz langsam, bitte. Beantworten Sie mir eine Frage. Habe ich Ihnen jemals etwas getan? Ich begreife nicht, worum es hier geht, Sam. Also kandidieren Sie auch. Ich wusste es. Ich wusste es. Ist Ihnen klar, was das bedeutet? Die Leute glauben diese grauenhafte Geschichte. Das heißt, ich bin endgültig erledigt. Würden Sie sich bitte zusammennehmen? Ich bin erledigt. Ich werde nicht kandidieren. Wir bringen schlechte Nachrichten. Der Wahlkampf? Das kann man so sagen. Annie Mae Chapman wurde letzte Nacht erschossen. In ihrem Hotelzimmer. Och, das ist ja furchtbar. Wem sagen Sie das? Für Sam ist es damit wohl unwiderruflich vorbei. Hat jemand Ihre Schwester verständigt? Jetzt bleiben nur noch Milton und Eve und beide sind sehr gefährlich, wie Sie wissen. Oh, bitte hören Sie auf, sofort. Eine Frau ist gestorben. Ich meine, lassen wir doch die Wahl eine Sekunde beiseite. Sie haben absolut recht. Deswegen sind Sie großartig für dieses Amt geeignet. Sie sind mitfühlend. Genau, Sie müssen kandidieren, ob Sie wollen oder nicht. Jetzt tragen Sie einfach in die Kandidatenliste. Ja, ja. Bitte, Sam. Ich will Ihnen helfen. Was genau wollen Sie jetzt wieder machen, Jessica? Eine Presseerklärung abgeben? Sam, ich bin hier wegen des Mordes an Annie Mae Chapman. Und was habe ich damit zu tun? Na, das ist eine gute Frage. Ich bin misstrauischer geworden, Jessica. Nach dem, was mir in dieser Stadt in den letzten Tagen geschehen ist, werden Sie verstehen müssen, dass ich Ihre Loyalität in Frage stelle. Sam, es muss Ihnen doch klar sein, dass bestimmte Leute sich, vorsichtig ausgedrückt, wundern über Ihr Verhältnis zu dieser jungen Frau. Verstehen Sie das nicht? Was? Sie können doch nicht einfach... Entschuldigen Sie bitte, Mrs. Fletcher. Herr Bürgermeister, ich muss Ihnen wegen der letzten Nacht ein paar Fragen stellen. Sheriff, Sie glauben doch wohl nicht, ich hätte die junge Frau erschossen. Wo waren Sie letzte Nacht? Er kam mich besuchen. Tatsächlich? Die ganze Nacht? Oh nein, nein, nein. Er schien mir ziemlich aufgebracht. Worüber denn? Ich nehme an, es könnte daran gelegen haben, dass er sich Sorgen um seinen Ruf gemacht hat. Nicht wahr, Sam? Vielen Dank, Jessica. Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Das ist ein abgekartetes Spiel, nur damit ich die Wahl nicht gewinne. Wir nähern uns dem Problem, Sir. Sie sind der einzige Mensch in der Stadt, der zu der Verstorbenen eine Beziehung hatte. Wir hatten absolut keine Beziehung miteinander. Ich hatte noch nie eine Beziehung, noch nie im Leben. Was meinen Sie denn zu diesen Fotos? Fälschung? Das ist eine Verschwörung. Sie halten doch da diesen Fisch. Sheriff, es könnte doch so gewesen sein. Annie Mae ist irgendwie zu den Fotos gekommen. Und danach hat sie sich fotografieren lassen. Sehen Sie mal, Sie sind nicht auf demselben Bild. Das ist wahr. Was sind das für Kinder auf den Fotos? Ich hasse Kinder. Ich meine, ich liebe Kinder, aber nicht meine eigenen. Wenn ich eigene Kinder haben würde... Was nicht der Fall ist. Also, Sheriff, ich hoffe, Sie werden die Schwester dieser armen Frau in Kenntnis setzen. Floyd arbeitet schon daran, Mabel. Hm. Wenigstens jetzt könnten Sie ja wohl nach Wyoming fahren und sich um diese unglücklichen Halbwaisen kümmern. Jetzt, wo Ihre Gespielin tot ist. Diese Kinder sind nicht meine. Der Bürgermeister hat als einziger ein Motiv. Ja, das kann sein, aber Tatsache ist, dass wir sehr wenig über Annie Mae wissen. Ich meine, es ist doch merkwürdig, dass alles, was sie in ihrer Brieftasche hatte, die Schnappschüsse und ihr Führerschein waren. Wie Sie wissen, habe ich nicht mal einen Führerschein, aber ich habe doch einen Ausweis, Sie etwa nicht? Wir haben noch etwas anderes gefunden. Du liebe Zeit. Auf dem Nachttisch lag ihr Portemonnaie, $2,000 waren drin. Würden Sie nicht denken, dass jeder bei so viel Geld das Fenster verschlossen hält? Jeder, der dieses Motel kennt, weiß, dass die Fenster nicht richtig schließen.
Ich habe mich erkundigt. Das Motiv war jedenfalls nicht Raub. Wissen Sie, irgendetwas stimmt nicht mit diesem Foto. Ja, das sind dieselben Kinder. Das ist haargenau dieselbe Fotografie. Jetzt kriegen die Dinge allmählich Sinn. Das wird Ihnen gefallen, Mrs. F. Eine Annie Mae Chapman ist in Wyoming nicht bekannt. Keiner kennt Annie Mae Chapman in Casper. Sie ist nirgends gemeldet. Dieses Versandhaus könnte bei der Agentur nachfragen, von der die Zwillinge vermittelt wurden. Möglicherweise weiß diese Agentur etwas über Annie Mae. Ich verstehe es nicht. Angenommen, es war Verleumdung. Wieso und wozu? Was war die Absicht? Wenn man den Zeitpunkt bedenkt, würde ich vermuten, es ging um den Rufmord an Sam. Er sollte die Wahl verlieren. Und das viele Geld in der Brieftasche? Vermutlich die Bezahlung. Aber wer um Himmels Willen würde so umständlich vorgehen, um eine Wahl in Cabot Cove zu gewinnen? Der Posten wird nicht besonders bezahlt und so viel Ruhm bringt er auch nicht. Sheriff Metzger. Mr. Overgard, wir haben gerade über Sie gesprochen. Vergessen Sie es, jetzt hören Sie mal. Der Tod dieser Frau hat absolute Priorität. Verstanden? Ich will, dass dieser Fall gelöst wird, und zwar schnell. Na nur, Milton, seit wann interessieren Sie sich für die Arbeit der Polizei? So ein Skandal kann einen Politiker in Washington bald ruinieren, aber in Cabot Cove macht der Sam Booth nur interessanter. Guten Morgen. Vergessen Sie mich am Wahltag nicht. Oh, Jessica. Hallo, Eve. Wie geht's dir? Danke, sehr gut. Ein kleines Geschenk, es könnte dir nützen. Wie man sein Haus renoviert und es gewinnbringend verkauft. Oh, danke. Ich glaube, ich habe bereits erwähnt, dass ich mein Haus nicht verkaufen werde. Behalte es trotzdem. Persönliches kleines Geschenk für dich. Oh, danke. Ich hoffe, ich kann auf deine Stimme zählen. Weißt du, Eve, ich kenne eigentlich kaum deine Einstellung zu verschiedenen Entwicklungen. Ich meine zum Beispiel, was denkst du denn über den ganzen Trubel neuerdings an den Wochenenden? Was für eine Frage. Als Maklerin bin ich natürlich für Entwicklung und Wachstum. Aber ich meine eine Entwicklung mit Herz. Das heißt die Art Entwicklung, die dieser Anwalt aus New York vertreten hat? Vernon, so hieß er doch. Oh, Mr. Vernon ist dafür, unbedingt den Kleinstadtcharme zu erhalten. Ich habe erst gestern Abend mit ihm gesprochen. Ah, ist er in Cabot Cove? Oh, nein, nein, ich war in Morgan Bay, da habe ich ihn getroffen. Er fliegt heute Abend nach New York zurück. Wirklich, Jessica, ich würde mich so gerne noch mit dir unterhalten, aber du weißt, ich bin im Wahlkampf. Ciao. Entschuldige, dass ich so spät dran bin, aber diese Stadt fängt an, verrückt zu spielen. Ja. Zuallererst taucht Sam mitten in der Nacht bei dir auf und er ist ganz offensichtlich ein verzweifelter Mann. Dann lässt sich Annie Mae Chapman in ihrem Motelzimmer erschießen und zuletzt bringst du Sheriff Metzger davon ab, Sam zu verhaften. Weißt du, das ist nicht was... Halt! Du hast rausgefunden, dass unsere Annie Mae eine Betrügerin ist und die Zwillinge Models sind von einer Agentur für Werbefotos. Das ist unglaublich, Seth. Wieso hast du das eigentlich so schnell erfahren? Ich meine, warum hat es sich herumgesprochen? Wie lange muss ich mit diesen Dingern rumlaufen, Dr. Hazlitt? Es ist nur eine harmlose kleine Verstauchung, Corinne. Ich denke, wenn Sie sich heute schonen, können Sie schon morgen wieder im Klatschzentrum sein. Ist sonst alles soweit in Ordnung, Corinne? Wie werden Sie nach Hause kommen? Oh, eigentlich, Mrs. Fletcher, wollte ich gerade Dr. Hazlitt fragen, ob er mich zum Büro des Sheriffs fahren könnte. Was wollen Sie denn da, Corinne? Wechseln Sie den Beruf? Sie scheinen ja inzwischen ein Dauergast beim Sheriff zu sein. Ich habe ganz zufällig ein paar Informationen, die unser Sheriff nicht hat. Informationen, die möglicherweise den Mord aufklären könnten. Corinne, wenn Sie etwas gesehen haben, sollten Sie es ihm sagen. Naja, gesehen würde ich es nicht nennen. Ich hoffe, ich mache nicht wieder was falsch. Ich bin ja schon mal in Schwierigkeiten gekommen, weil ich Dinge weitergesagt habe. Treffend ausgedrückt. Also, was gibt's, Corinne? Aber ich will nicht wieder hören, dass ich eine Klatschtante bin. So wie es jetzt aussieht, kann Ihnen wirklich niemand Klatsch vorwerfen. Also, ich weiß aus sehr verlässlicher Quelle, dass Annie Mae Chapman gestern Abend in ihr Zimmer im Paradise Motel nicht allein, sondern mit einem Mann ging. Mit Sam Booth? Nein, nicht der Bürgermeister. Es war ein anderer Mann.
Also, wer war es, der nachts mit ihr ins Zimmer ging? Ich weiß es nicht genau. Sie wissen es nicht genau. Ich sage nur, was ich gehört habe, und schon werde ich wieder angegriffen. Corinne, sagen Sie uns, von wem Sie das gehört haben. Oh, Mrs. Fletcher, ich kann unmöglich weitersagen, wer mir das erzählt hat. Corinne, machen Sie eine Ausnahme. Es war Ideal Malloy. Heute hat sie es mir gesagt, in der Putzmittelabteilung in Ferguson Supermarkt. Diese Agentur schickt mir einen Katalog mit allen Kinderfotomodellen. Sheriff, ich wäre nicht überrascht, wenn wir alle von Annie Mays Kindern in dem Katalog finden. Nicht Annie May, ma'am. Anne Mitchell. Sie war selbst früher bei dieser Agentur Fotomodell. Letzte Woche war sie da und wollte unbedingt auf der Stelle Fotos von 5 Kindern. Nach und nach verstehe ich den Zusammenhang. Aber da ist eine Sache, die ich nicht verstehe, Sheriff. Wieso wollen Sie, dass ich dabei bin bei Ihrer Unterhaltung mit Ideal Malloy? Wissen Sie, es ist mir einfach lieber, weil, naja, also... Es ist so, Ma'am. Sie hatte mich ein paar Mal abends angerufen, weil ihre Katze angeblich auf dem Baum saß. Aber als ich hinkam, lag die Katze zufrieden in der Küche, mitten im Raum. Und Mrs. Malloy hatte ein breites Grinsen im Gesicht. Eigentlich war es Eve, die mir davon erzählt hat, dass Annie May mit einem Mann im Paradise Motel war. Ist es nicht schockierend? Besonders bei dem Ruf, den dieses Motel genießt. Jessica, wussten Sie, dass die sogar Kabelfernsehen haben? Heißt das, dass Sie sie gesehen haben, Mrs. Simpson? Nein, aber seit wann ist es ein Verbrechen, ein bisschen zu klatschen, Sheriff? Bin ich erstmal Bürgermeisterin, werde ich dafür sorgen, dass unsere Polizei aufhört, die Leute zu bevormunden. Gut. Entschuldige bitte, Eve, aber woher weißt du das über Annie May und diesen Mann im Hotel? Wenn du es unbedingt wissen willst, von Loretta. Ich hatte das Gefühl, dass ihre roten Haare nicht das einzige Falsch an ihr gewesen sind, Sheriff. Und dann, als wir hörten, dass sie spät in der Nacht gesehen wurde, wie sie mit einem fremden Mann ins Zimmer ging. Das heißt, Sie haben es nur gehört und nicht selbst gesehen. Ist irgendjemand selber dabei gewesen? Wissen Sie denn, wer der Mann war, Loretta? Nein, aber vielleicht Mrs. Grant. Sie ist diejenige, die es mir erzählt hat, vorhin auf dem Weg zur Arbeit. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht helfen, Sheriff, denn Sie müssen wissen, gehört habe ich von, Ich kann nur sagen, dass das Paradise Motel der allerletzte Platz auf Erden ist, an dem man einen so kultivierten Mann wie Horton Thayer als Gast erwarten würde. Ideal? Oh, ich gehe nicht ins Paradise Motel. Ich gehe nur in das Café, denn da gibt es die besten Cremetorten, wie ihr wisst. Die besten in der Stadt. Aber Ideal, wieso haben Sie uns denn nicht gleich, als wir bei Ihnen waren, erzählt, dass Sie die beiden dort gesehen haben? Ich wollte nicht, Jessica, dass Sie von mir denken, dass ich eine Klatschtante bin. Thayer! Chef! Winifreds Wagen ist weg. Gehört der Thayer? Ja, er ist abgedeckt, wie gewöhnlich, wenn Thayer sich in der Stadt aufhält. Ja, aber wir wissen es besser. Thayer, Polizei, wir wissen, dass Sie da sind! Jessica, Sheriff! Ich wollte weder ans Telefon noch an die Tür gehen, aber wenn Sie es sind, mache ich doch gerne auf. Tatsächlich? Ich muss sagen, ich bin überrascht, Sie in Cabot Cove anzutreffen, Horton. Ich wollte einige ruhige Tage hier verbringen, inkognito. Bitte kommen Sie doch herein. Ich würde Ihnen gerne etwas anbieten, aber wir haben nichts im Haus. Winifred ist einkaufen. Ich leugne es nicht. Die Frau rief mich an und wollte etwas mit mir trinken. Aber ich schwöre, ich habe sie nie vorher getroffen. Sie müssen zugeben, Horton, es ist schwer zu glauben, dass eine völlig Fremde Sie anrufen würde und Sie auf einen Drink in Ihr Motelzimmer einlädt. Und noch unvorstellbarer ist es, dass Sie diesem Ansehen nachkommen würden, vor allem wenn Sie inkognito hier sind. Also gut, ich sage Ihnen, wie es war, aber bitte, bitte erzählen Sie es nicht meiner Frau. Sie weiß nichts von der ganzen Angelegenheit und sie würde falsche Schlüsse ziehen. Annie May hat für Sie gearbeitet, so war es doch. Sie sollte Sams Ruf ruinieren, um seine Wiederwahl zu verhindern. Sie hatte gestern angerufen, sie wollte sich mit mir treffen. Ich nehme an, sie wollte ihre Bezahlung. Sie wollte immer mehr. Ich hatte nicht bedacht, wie gierig Anne war.
Wir hatten vor über 10 Jahren eine Affäre. Sie war Model und Schauspielerin. Und als ich auf diese Idee kam, dachte ich, sie wäre die Richtige dafür. Also engagierten Sie sie? Nein, ich nicht. Ich wollte Abstand zu ihr wahren, Sie verstehen. Mein Anwalt hat sich darum gekümmert. Jason Vernon. Genau. Ich nehme an, dass Sie damit erreichen wollten, dass nicht Sam, sondern Milton das Rennen macht. Da Milton für die weitere Bebauung der Stadt ist, dürfen wir wohl annehmen, dass Sie es auch sind. Wahrscheinlich ja. Weiter nehme ich an, dass Sie dieser anonyme Mann sind, den Mr. Vernon vertritt. Ja, und das wäre alles rausgekommen, wenn Annie May ausgepackt hätte. Sheriff, ich habe ihr das Geld gegeben. In bar, $2,000. Stimmt, aber als ich das Motel verließ, lebte sie noch, das schwöre ich. Sie lebte, hä? Wir dürfen gespannt sein, was er erzählt, wenn sein Anwalt hier ist. Tut mir leid, Sheriff, aber etwas passt nicht ganz hinein, finde ich. Halt, Ma'am, das kann doch wohl kaum Ihr Ernst sein. Wir kennen sogar das Motiv. Das ist es ja gerade. Dass er eine Menge Geld investiert hat in Cabot Cove, ist sicher ein Motiv dafür, die Wahl beeinflussen zu wollen. Aber für Mord? Das Motiv dafür war Erpressung. Sie hatte $2,000 verlangt. Ja, aber wenn es um Geld gegangen wäre, hätte er es kaum dagelassen. Er hätte es wieder mitgenommen. Oh, Jessica. Verzeihen Sie bitte, Sheriff. Was soll das bedeuten? Ich verlange, dass Sie meinen Mann unverzüglich freilassen, wenn ich bitten darf. Oh je, Nachrichten reisen schnell in diesem Kaff. Mein Mann hat seinen Rechtsanwalt angerufen und dieser dann mich. Also was ist... Ma'am, verzeihen Sie, aber ich habe gegen Ihren Mann Beweise. Er ist am Tatort gesehen worden und er hat kein Alibi. Und was ist mit dem Motiv? Er kennt Sie doch gar nicht, dieser Ann Mitchell. Das Motiv? Das werde ich Ihnen gleich sagen. Er und diese anderen Haie wollten Geschäfte in der Stadt machen. Was denen vorschwebt, ist so eine Art Touristenzentrum. Entschuldigen Sie bitte, Sheriff. Und mir gefällt diese Stadt genauso, wie sie ist. Sheriff, Mord. Einen Moment. Winifred, woher wussten Sie, dass Annie Chapman in Wirklichkeit Ann Mitchell hieß? Ich habe es wahrscheinlich irgendwo in der Stadt gehört. Aber niemand hat es gewusst. Der Sheriff hat es selbst erst vor ein paar Stunden erfahren. Und außer Mrs. Fletcher habe ich es niemandem erzählt. Ich weiß nicht, Horton muss es mir erzählt haben. Aber Sie sagten gerade, er kennt Sie gar nicht. Ich kann mir nur eine einzige Möglichkeit vorstellen, woher Sie Ann Mitchells richtigen Namen wissen. Sie kannten sie. Das ist absurd, wie sollte ich? Das habe ich mich auch gefragt. Sie wissen ihren Namen, weil Sie sie kannten, denn sie hatte vor über 10 Jahren eine Affäre mit ihrem Mann. Sie haben ihre Stimme erkannt, als sie gestern Abend bei Ihnen zu Hause anrief. Nein, nein, das ist nicht wahr. Horton ist ans Telefon gegangen. Das kann nicht sein, denn er sagte, er würde weder ans Telefon noch an die Tür gehen, weil er inkognito in der Stadt wäre. Wissen Sie, was ich vermute, Ma'am? Sie sind ihm zum Hotel hinterhergefahren. Sie haben gewartet, bis er weg war. Mrs. Thayer, ich bin sicher, dass jemand vor dem Hotel Ihren Wagen gesehen hat. Nicht viele haben so ein Auto in Cabot Cove. Ja, da bin ich auch sicher. In dieser Stadt bleibt offensichtlich kaum etwas lange ein Geheimnis. Hätte ich nur geahnt, dass es hier so furchtbar ist. Ich bin doch nur hergezogen, weil ich mich sonst nirgends sehen lassen kann, vor allem nicht in Boston. Er hatte ständig Affären mit anderen Frauen, meistens mit meinen Freunden, müssen Sie wissen. Ich hab's getan, ja. Am liebsten hätte ich alle Frauen umgebracht, mit denen er mich gedemütigt hat. Heute Morgen bin ich so gut in Form, ich könnte glatt 2 Meilen laufen statt 1,5. Du solltest es nicht übertreiben. Guten Morgen, Loretta. Guten Morgen, Jessica. Morgen. Haben Sie schon gehört? Was denn? Die Wahlergebnisse sind inzwischen herausgekommen. Ebenezers Frau Beth hat sie mir gerade gegeben. Gehört uns die Stadt noch? Wie hat Eve abgeschnitten? Mit 6 Stimmen. Sie hat doch noch 5 Freunde. Sie hat sich in ihrem Haus verkrochen und wünscht keinen zu sehen. Also wer hat denn gewonnen? Doch nicht Milton Overgaard? Nein, er hat 19 Stimmen bekommen. Sie meinen... Guten Abend zusammen. Ich danke Ihnen. Ich fahre jetzt ins Geschäft und sage es unseren Freundinnen, bevor es ihnen vielleicht jemand anders erzählt. Bis bald. So, für die nächsten 2 Jahre werden wir sicher. Jess, ich finde, das nächste Mal solltest du wirklich kandidieren.
Wozu denn? Soviel ich weiß, wurden Milton Overgaard und seine Verbündeten zuletzt gesehen, wie sie im Nachbarort Grundstücke begutachteten. Tatsächlich? Tja, da jetzt wieder nichts zu tun ist, haben wir höchstwahrscheinlich den richtigen Mann für den Posten gewählt. Ah ja. Oh, hallo. Ich beende heute gerade mein neuestes Buch. Ich habe diese Woche fast 10 Stunden täglich gearbeitet und mir tut alles weh, von den Fingern bis zum Rücken und... Naja, aber Sie wissen schon. Es ist ja immer so, jedes Mal, wenn ich einen neuen Roman anfange, ist es ein großes Abenteuer und ich weiß nie genau, was diesmal passiert. Manche Bücher sind eine reine Qual. Sie können sich nicht vorstellen, was ich da schon alles durchgemacht habe. Und andere fallen einem einfach in den Schoß wie ein reifer Apfel vom Baum. Genauso war es mit Leb wohl, Charlie. Ich wünschte nur, es wäre immer so einfach. Unser Held, ich weiß nicht recht, ist Held das richtige Wort für Frank Albertson? Möglicherweise nicht. Ich verspreche Ihnen, er ist nicht sehr heroisch. Eigentlich ist er ein netter Kerl, der auch mal ein Stückchen Glück haben möchte. Die Geschichte beginnt an einem sonnigen, schönen Tag in Hollywood, im Land der Orangen, der Filmstars und der Privatdetektive. Da habe ich sie endlich erwischt. Verdammter Schnüffler! Ich danke Ihnen, Mrs. Albertson. Als Sie mit mir ins Schlafzimmer gingen, hätte ich mir sowas nie träumen lassen. Ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Oh nein, im Gegenteil. Sie sind heute unglaublich. Und das rettet meinen Tag. Sunny, ich bin nach Hause gekommen. Hallo, Liebling. Wir sind im Schlafzimmer. Komm doch rein. Wer sind Sie? Und was machen Sie mit Onkel Charlies Uhr? Schatz, er wollte sie nur mal sehen. Au. Oh. Was ist passiert? Kleine Panne. Wer ist dieser Kerl? Ein Anwalt. Ray Fleischer, Rathbone, Gilder und Herman. Ein Anwalt? Hören Sie, wenn mich jemand verklagen will, ich tue lediglich meine Pflicht. Schatz, hör doch mal zu. Wir sind die Anwälte der kürzlich verschiedenen Elizabeth Flagg aus Detroit. Sie hat ihre gesamte Habe einem Charles Kenneth Albertson vermacht. Onkel Charlie, wieso sollte sie das tun? Angeblich war er eine alte Liebe von ihr. Ich habe ihm die Sachen gezeigt, die wir von Charlie noch haben. Und sehen Sie. Die Inschrift hinten auf dieser alten kaputten Uhr lautet für Charlie in Liebe von Liz. Das ist der Beweis. Und hier das Bild von Onkel Charlie in Uniform. Naja, die Gesichter sind ein bisschen verschwommen. Hinten drauf stehen 2 Namen.
Ich und Liz 1943. Ich habe Mr. Fleischer auch die anderen Sachen gezeigt, die Onkel Charlie dagelassen hat. Die Brieftasche mit Monogramm, den abgelaufenen Bibliotheksausweis, den Zigarrenabschneider mit Monogramm und sogar seine Erkennungsmarke von der Navy. Bitte. Danke. Hast du die gezinkten Karten und den präparierten Würfel vergessen? Frank! Mr. Albertson, ich bin überzeugt, dass Charles Kenneth Albertson Ihr Onkel ist. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir sagen könnten, wo er sich aufhält. Ich habe keine Ahnung. Er wollte uns für ein Wochenende besuchen und wohnte dann die nächsten 3 Jahre hier. Er hat 36 Monate lang bei uns gegessen, mein Bier weggetrunken, meine Jacken getragen. Ich hatte genug von ihm. Ich gab ihm $100 und setzte ihn vor die Tür. Wie lange ist das her? Vielleicht 2 oder 2,5 Jahre. Wir haben ab und zu Post von ihm bekommen. Die letzte Weihnachtskarte kam aus Reno. Aber als ich eine Karte schrieb, kam sie zurück mit dem Vermerk unbekannt verzogen. Es könnte gut sein, dass er inzwischen gestorben ist. Wenn Sie das beweisen könnten, würden Sie als einziger Verwandter alles erben. Sagen Sie, wie viele Nullen hat diese Erbschaft? Etliche, 6. 6? Ich meine, ich habe ihn wirklich gern gehabt, aber... Ich meine, wenn er tot ist, ist er tot. Was tun wir jetzt? Hier ist meine Karte. Rufen Sie mich in 5 Jahren an. In 5 Jahren? Sie haben seit 2 Jahren nichts von ihm gehört und nach 7 Jahren kann er für tot erklärt werden. Tut mir leid. Ja, aber hören Sie doch, wir... Auf Wiedersehen und viel Glück. Auf Wiedersehen, danke sehr. Anwälte. Frank, was ist da so komisch? Was so komisch war, wenigstens nach Franks Meinung, war die Ironie der ganzen Situation. Volle 3 Jahre hatten er und Sunny diesen Schmarotzer unterstützen müssen. Jetzt war Onkel Charlie auf einmal reich und Frank sah einer Erbschaft entgegen, die er nie erwartet hätte, zum Ausgleich für den Verlust seiner einzigen Klientin, weil er den Fall so vermasselt hat. Glücklicherweise war die Klientin nicht nachtragend und gab Frank eine zweite Chance. Vom Zug überrollter Mann noch nicht identifiziert. Schatzi. Ja? Ist es nicht der Mann, den wir gestern gesehen haben? Ich wusste es, wir hätten uns woanders treffen sollen. Jetzt ist er dran. Ich verstehe nicht. Wieso sollte ich mich für irgendeinen Mann interessieren, der vom Zug überrollt worden ist? Es gibt zumindest einen guten Grund, warum wir an dem Mann interessiert sein müssten. Na. Frank, auf damit. Was ist los mit dir? Das ist furchtbar. Der arme Onkel Charlie. Sunny, dieser verunglückte Mann ist nicht Onkel Charlie. Er ist es nicht? Schatz, man fand die Leiche auf einem Gleis nicht weit von Huckabee, Nevada. Das ist etwa 50 Meilen östlich von Reno. Weißt du, Reno? Daher kam Onkel Charlies letzte Weihnachtskarte. Sunny, es ist nicht Charlie, aber er wird es sein, sobald wir ihn identifizieren. Schatz. Ah, Frank! Wie stellst du dir das vor? Jemand muss wissen, wer der Mann tatsächlich ist. Wahr. Dieser Tote liegt seit 3 Tagen auf Eis. Bisher ist niemand, kein Verwandter, kein Freund, kein Nachbar gekommen, um den Leichnam mitzunehmen. Wenn sich bis morgen niemand meldet, dann werden sie ihn irgendwo einfach verscharren. Ach. Aber wenn wir es machen, kriegt er eine schöne Feier und ein anständiges Begräbnis und einen Grabstein. Mit Onkel Charlies Namen darauf. Schatz, sieh doch. Falls Charlie vielleicht umgekommen ist, ohne dass wir es erfahren haben, wäre es möglich, dass er selbst bereits in irgendeinem anonymen Grab beerdigt ist. Der Stein, den wir dem Unbekannten setzen, wird ein Denkmal für Charlie sein. Er hätte es so gewollt. Hallo, Sie wünschen? Nein, der Assistent des Coroners, Lorne Ensley. Mr. Yamoto ist gerade nicht im Haus. Kann ich etwas für Sie tun? Ja, Sir, ich habe in der Zeitung gelesen von diesem bedauernswerten Unfallopfer.
Und ich fürchte, es ist vielleicht mein vermisster Bruder Bibbo. Sir, niemand kann ihn telefonisch identifizieren. Sir, sagen Sie einfach ja oder nein. Also der Tote, oder vielleicht mein Bruder Bibbo, hat eine Tätowierung, und zwar Betty Boop auf dem linken Unterarm. Es ist kaum etwas übrig von seinem linken Unterarm. Aber er hat sonst keine Tätowierungen. Keine Tätowierungen, aha. Hat er zufällig eine Narbe auf der linken Wange? Sein Gesicht ist nicht mehr zu erkennen. Wie alt ist Ihr Bibbo? Naja, also er ist älter als ich, das heißt, ich würde sagen, er müsste ungefähr 40 sein. Tut mir leid. Der Mann ist alt genug, um Ihr Vater zu sein. Etwas in Ihrer Stimme sagt mir, dass Sie ein großer, kräftiger Mann sind, Mr. Ainsley. Ja, wissen Sie, ich hoffe, dass ich ganz passabel bin. Also, ist Ihr vermisster Vater ein großer Mann? Groß und alt und ziemlich klein. Er ist eher klein, etwa 1,68. Von dem Zug mal abgesehen, welche Körperform hat er gehabt? Ich würde sagen, er ist eher korpulent. Gut, sehr gut. Das stimmt alles. Sagen Sie mir ein unveränderliches Kennzeichen. Leider weiß ich keins. Ja, das war ich. Sein Bein. Da ist etwas mit seinem rechten Bein, genau gesagt. Was genau gesagt? Er hat ein Holzbein. Und wir waren so nah dran. Ich hoffe, Ihr Vater taucht wieder auf. Wiederhören. Wiederhören. Na bitte, das war's. Beschreiben können wir ihn ja jetzt wohl. Diese Daten sind köstliche 6 Nullen wert, Sunny Schatz. Wahnsinn. Ach übrigens, wie kommst du auf klein und korpulent? Kannst du etwa hell sehen und ich weiß nichts davon? Nein. Eigentlich war das die Beschreibung von Onkel Charlie. So war das. Aus dem Assistenten des Coroners hatten die beiden die Beschreibung des Unbekannten geschickt herausbekommen. Frank und Sunny fuhren nun nach Nevada. Sie wussten noch nicht, dass sie sich bald die Zähne an Huckabees einzigartiger Version von Gesetz und Ordnung ausbeißen würden. Ich habe gehört, Sie sind heute Nacht den ganzen Weg von L.A. hergefahren. So ist es. Frank Albertson, Sheriff, meine Frau Sunny. No. Oh. Fehlt Ihnen etwas? Er hat Rückenschmerzen. Wir mussten im Wagen schlafen. Frank hat vorne gelegen. Ja, schmale Sitze, Schaltknüppel in der Mitte. Wir wollten eigentlich ins Motel gehen, aber es war schon geschlossen. Der alte Roscoe geht immer früh zu Bett und steht früh auf, wenn jemand erst nachts in unserer Stadt ankommt. Ist er misstrauisch. Bitte setzen Sie sich. Also, Ihre Identifikation war großartig. Über das Unglück selbst gibt es nicht viel zu sagen. Das Unfallopfer sieht ziemlich übel aus. Die Kraft des Zuges hat ihn buchstäblich aus den Schuhen geschleudert. Sie wurden neben dem Leichnam gefunden. Wenn es Ihnen ein Trost ist, er war sofort tot. Können Sie sich vorstellen, was Ihr Onkel hier in Huckabee auf den Bahngleisen gemacht hat? Ja, Sheriff, das kann ich. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft Onkel Charlie uns von den furchtbaren Problemen in den 30ern erzählt hat. Er hatte keine Arbeit. Er konnte keine finden. Und wie viele andere Arbeitslose zu dieser Zeit streifte Onkel Charlie im Land umher. Er wurde ein Penner. Er fuhr auf leeren Güterzügen durch ganz Amerika. Er aß, was er fand. Manchmal musste er stehlen. Meistens stahl er Hühner, die er dann in irgendeinem Wäldchen am Spieß röstete. Im Dschungel. Das heißt also, Sie denken, der Unfall geschah, als er auf einen Zug aufspringen wollte. Er versuchte immer wieder ein bürgerliches Leben zu führen, aber er konnte es einfach nicht. Können Sie sich erklären, wieso er eigentlich keinen Ausweis bei sich hatte? Wozu braucht ein Landstreicher einen Ausweis? Die meisten haben einen. Der Mann hatte überhaupt keine Brieftasche bei sich. Sind wir bald fertig, Sheriff? Ja, das wär's zunächst mal. Außer Sie wollen die Überreste besichtigen. Oh, nein. Nein. Nein, ich denke, es ist besser, wenn wir Onkel Charlie so in Erinnerung behalten, wie er war. Unbeschädigt. Oh, bevor ich es vergesse, wenn es geht, würden wir gerne Onkel Charlies Beerdigung hier in der Stadt arrangieren. Normalerweise würde das so gehandhabt. Aber da gibt es leider noch ein kleines Problem. Sie sind nicht die ersten Personen, die ihn beerdigen wollen. Sie kommen nicht einmal an zweiter Stelle. Sondern ein Dritter. Was sollen wir jetzt tun? Ziehen Sie eine Wartenummer. Ach.
Sammy, das tut so gut. Ja, ja, da genau da. Mach weiter. Oh, ja. Was meinst du, sollten wir das nicht vergessen und nach Hause fahren? Damit würden wir Onkel Charlies Andenken schänden. In den 3 langen Jahren, die er bei uns gewohnt hat, hat er nie daran gedacht, nach Hause zu fahren. Er hatte kein Zuhause. Wenn wir die Miete nicht bezahlen können, haben wir bald auch keins mehr. Oh, ja, da tut es weh. Da. Ja. Oh. Sieh mal, Sunny, wenn nur noch eine weitere Person die Leiche identifiziert hätte, würde ich sagen, wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben verloren, vergessen wir's. Aber 2 andere behaupten, er wäre ihr Angehöriger. Nur einer von beiden sagt die Wahrheit. Das legt doch den Verdacht nahe, dass vielleicht beide lügen. Und wieso wir nicht? Schatz, würdest du mir vielleicht ein frisches Hemd geben? Und was hast du jetzt vor? Ich werde jetzt wohl wieder aufstehen müssen. Und dann gehe ich los und suche einen Mann, dessen Namen ich auf dem Schreibtisch des Sheriffs gesehen habe. Hallo. Ich habe gehört, ich könnte wahrscheinlich einen Mr. Bart Mahoney hier finden. Kommt drauf an, wer ihn finden will. Mr. Mahoney, darf ich Ihnen das geben? Ja, ja, sicher. Aha, ein Privatdetektiv, Frank Albertson. Was können wir für Sie tun? Was wissen Sie über den Mann, der hier tragischerweise verunglückt ist? Ich meine diesen Zugunfall. Ich weiß, dass es ihn ziemlich mitgenommen hat. Was trinken Sie? Bier, nur ein Bier. Ja, gut. Hey, Jake, ein Bier für meinen Freund. Mr. Mahoney, ich habe gehört, dass Sie ihn identifiziert haben. Ja, das habe ich. Sein Name ist Roper Bailey. Jeder kannte hier den alten Roper. Jungs, ihr kanntet doch alle den alten Roper. Nur Sie kannten ihn nicht. Roper war der liebende Vater und alleinige Ernährer seiner trauernden Tochter, Marsha May, meiner Klientin. Und ist Ihre Klientin zufällig die Eisenbahngesellschaft, die den Unfall verschuldet hat? Sie werden klagen, richtig? Wir wollen doch mal Folgendes festhalten. Die Signalanlage war nicht in Ordnung auf dem Gleis, auf dem Roper gewöhnlich gern nach Hause ging. Also ich meine, wie sollte er wissen, dass hinter ihm ein Güterzug bedrohlich immer näher kam? Die Signalanlage ist eine Angelegenheit. Was ist mit dem akustischen Signal? Habe ich das nicht erwähnt? Roper war taub. Er hat sein Gehör verloren, als er Rodeo-Reiter war. Ein bösartiger Bulle hat ihn einfach in die Luft geschleudert. Ich fürchte, Ihre Theorie ist kaum zu widerlegen. Ja, sehen Sie, da die Bahn die vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen nicht getroffen hat, hat sie den guten Mann gewissermaßen ermordet. Diesen hart arbeitenden, untadligen Vater des armen, kleinen, weißen Mädchens Marsha May Bailey. Sein Gesicht ist nicht mehr zu erkennen, Sir. Und dasselbe gilt für seinen Körper. Also, wie will die kleine Marsha May denn beweisen, dass das ihr Daddy ist? Meinen Sie nicht auch, wenn ein Kind sagt, es ist ihr Daddy, werden dann nicht ganz sicher alle Geschworenen, die noch so etwas wie ein Herz haben, sagen, oh ja, es hat Recht. Das kann nicht sein. Sie unterschätzen offenbar unser Rechtssystem. Verdammt! Frank, was ist denn los? Hast du den Mann nicht gefunden? Doch, ich habe ihn gefunden. Bart Mahoney, ein richtiger Mistkerl. Ein Oberekel, ein Widerling. Beruhige dich. Ist doch nicht so schlimm, Schatz. Doch, das ist es. Der Mann will unsere Leiche haben. Oh, mein armer Liebling. Lass uns ein Nickerchen. Oh, nein, ich will nicht. Sunny, du hättest hören sollen, was er gesagt hat. Er hat eine Klientin, die... Falsch verbunden. Mr. Albertson, Sheriff Tenaik. Oh. Hallo, Sheriff. Ich erhielt gerade einen Anruf von Bud Mahoney. Sie hätten ihm Fragen gestellt, sagt er. Wir haben miteinander gesprochen. Ja, er ist ziemlich verärgert. Sie haben gesagt, Sie arbeiten für die Bahngesellschaft. Ich habe ihm nur meine Karte gegeben. Ja, besser wäre es, Sie hätten ihm gesagt, dass Sie den Toten für sich fordern. Er hat nicht danach gefragt. Hören Sie, Sheriff, wenn... Ich erwarte Sie in etwa 10 Minuten in meinem Büro. Ich will Sie einer Dame vorstellen, die vielleicht mit Ihnen verwandt ist.
Ich dachte, es wäre langsam an der Zeit, dass Sie und Tilly Bascom sich kennenlernen. Wieso, Sheriff? Weil Sie behaupten, der Tote wäre Ihr Onkel Charlie. Und Mrs. Bascom sagt, er sei Ihr Mann. Das würde bedeuten, sie ist deine Tante Tilly. Vielleicht haben Sie ein Bild von Ihrem Onkel Charlie. Mhm. Ich habe eins. Zeigen Sie doch mal den Schnappschuss von Maud. Das ist Onkel Charlie. Und das ist Maud. Das ist nicht Onkel Charlie. Leider kann ich darauf nicht viel sehen. Es ist so verschwommen, dass man die Gesichtszüge nicht erkennen kann. Bei den Toten ist es genauso. Und trotzdem schwören Sie, dass es Maud ist? Aber es ist ganz sicher Maud. Mein Mann litt an Schlaflosigkeit. Er machte nachts häufig lange Spaziergänge, nur um endlich zur Ruhe zu kommen. Auf den Eisenbahnschienen? Warum denn nicht? Sie sind nicht weit entfernt von unserem Haus. Es ist ruhig und friedlich dort. Sicherer ist es auch. Man kann die Klapperschlangen erkennen, wenn sie aus dem Gebüsch auf die Gleise kriechen. Oh, grässlich. Mrs. Bascom, wenn Ihr Mann nachts die Klapperschlangen zu besuchen pflegte, tat er das immer ohne Ausweis und Brieftasche? Mein Mann ist nie ohne seine Brieftasche aus dem Haus gegangen. Ich habe keine Ahnung, was da passiert sein könnte. Vielleicht hat die Kraft des Zuges sie weggeschleudert. Ja. Dann könnte sie vielleicht sogar noch da liegen. Ich schlage vor, wir organisieren eine Suchmannschaft und durchkämmen die ganze Gegend. Meine Deputies haben das bereits getan. Ohne jedes Resultat. Wieso willst du die Brieftasche unbedingt finden? Es ist so, ich glaube, der Tod ist mein Onkel Charlie, aber falls nicht, würde ich gerne die Wahrheit herausfinden, um dann nach Hause zu fahren, wenn es Ihnen recht ist, Sheriff. Eigentlich wäre es mir recht. Aber es stehen nur 2 Deputies zur Verfügung und wir haben schon einmal viele Stunden dort verbracht. Oh. Sagen Sie, hat Huckabee einen Pony-Baseball-Club? Ja, und ob? Mein Schwiegersohn ist Trainer. Wollen sich die Jungs vielleicht ein paar extra Dollar verdienen? Wer würde das nicht wollen? Bei Sonnenaufgang rücken wir aus. Was denn? Ich hab da was vorbeihuschen sehen. Hat es geklappert? Ich glaube nicht. Wenn es klappert, sag mir Bescheid. Warte, ich glaube, hier können wir anfangen. Halte du die Taschenlampe. Also gut. Zuerst Onkel Charlies Zigarrenabschneider. Sie wollen Beweise? Wir geben Ihnen welche. Tja, nachdem Sie die Eisenbahnschienen mit Onkel Charlies letzten Habseligkeiten bestückt hatten, erwartete Frank die Suche am nächsten Tag mit unverhohlenem Enthusiasmus. Der war jedoch nur von kurzer Dauer. Die Huckabee Hornets hatten Probleme mit dem Curveball und mit dem Fastball und das war noch lange nicht das Ende der Liste ihrer Schwächen. Es fehlte ihnen entschieden, jedes Talent, das Offensichtliche zu sehen. Wie kommt es, dass sie nicht schwitzt? Tilly! Was machst du hier in der Hitze? Komm, ich fahre dich ins Büro zurück. Ich will zusehen. Sie suchen Mords Brieftasche. Wir hätten sie schon vor einigen Tagen finden sollen. Wer ist der Mann bei Mrs. Bascom, Sheriff? Das ist ihr Cousin Jerry Wilbur. Er arbeitet bei der Mikrochip-Firma ihres Mannes. Genauer gesagt, er leitet sie, seitdem Mord verschwunden ist. Ich protestiere gegen dieses eigenmächtige, unbefugte Herumtrampeln am Ort des Verbrechens. Welches Verbrechen? Welches? Nichts als grobe Fahrlässigkeit führte zum vorzeitigen Tod von Roper Bailey. Roper Bailey, dieser alte Säufer. Der verstorbene alte Säufer. Vergiss es, Bart. Wir sind hier noch nicht vor Gericht. Ich habe die Suche gestattet. Mr. Mahoney, hallo. Schön, dass Sie gekommen sind. Wo ist Ihre Klientin? Oh. Bart, wieso soll ich eigentlich...
eigentlich in diesem Kühlschrank sitzen und mit den Hintern abfrieren? Morgen, Marsha May. Das ist also die arme, trauernde Marsha May, die die Geschworenen zu Tränen rühren wird? Verdammt! Ich habe dir doch gesagt, du sollst im Wagen warten. Aua! Hey, Sheriff, ich habe hier was gefunden. Ja, wir haben was gefunden. Sie haben die Brieftasche. Hier, sehen Sie mal. Da lag noch was. Wie viele Brieftaschen gibt's hier eigentlich? Das ist alles, Sir. Zu schade, dass die Jungs alles angefasst haben. Jetzt können wir keine Fingerabdrücke mehr sichern. Da ist eine Inschrift in der Uhr, die lautet: Für Charlie in Liebe von Liz. Mhm. CKA. CKA. Charles Kenneth Albertson. Onkel Charlie. Ich denke gerade darüber nach, wie viele Gegenstände mit Initialen ich in meiner Tasche habe. Die Antwort ist keinen. Wissen Sie, Onkel Charlies Gedächtnis war schon lange nicht mehr das Allerbeste und ich schätze, er wollte ihm auf die Sprünge helfen. Aha. Also, all diese Sachen flogen Ihrem Onkel aus der Tasche, als der Zug ihn überfuhr. Tja, ich kann es mir nicht anders erklären. Meine Deputies waren da und haben stundenlang gesucht, gleich nachdem die Leiche entdeckt worden war. Aber sie konnten nichts finden. Sheriff, Sie wissen, wie Kinder sind. Sie übersehen nichts. Ihre Augen sind sehr scharf und sie sind auch viel näher am Boden. Sheriff, ich will Sie nicht drängen, aber wir sind doch etwas beunruhigt über die Tatsache, dass Onkel Charlie noch immer nicht beerdigt ist. Was denn? Geben Sie das Herr Jack Yamoto, er ist der Coroner. Von ihm bekommen Sie einen Totenschein. Und er wird Ihnen die Leiche Ihres Onkels übergeben. Danke, Sheriff. Sie haben uns sehr geholfen. Tausend Dank. Onkel Charlie dankt Ihnen auch. Zuerst müssen wir diesen Wagen loswerden. Die Farbe ist grässlich. Er ist genau richtig für einen Detektiv. Unauffällig. Was kaufst du dann von der Erbschaft? Etwa einen braunen Ferrari? Nein, einen roten, weil ich nie mehr arbeiten will. Mr. und Mrs. Albertson? Ja, das sind wir. Der Coroner erwartet Sie bereits. Gedulden Sie sich einen Moment. Bitte warten Sie in seinem Büro. Oh, Sie sind Mr. Ainsley. Ja. Woher wissen Sie das? Ach, ich kann Namen raten. Vielleicht errät sie noch gleich ihr Gewicht. Entschuldigen Sie mich. Es tut mir leid. Ich habe seine Stimme gehört und das Erste gesagt, was mir in den Sinn gekommen ist. Wir sind hier nur dran, um es zu vermasseln. Vielleicht erkennt er auch meine Stimme. Nein, er fand dich nur etwas eigenartig. Mich? Ich übrigens auch. Sieh mal da. Ja, das ist Junior. Er starb vor etwa 100 Jahren draußen in der Wüste. Hallo, ich bin Jack Yamoto. Hallo, Jack. Frank Albertson und meine Frau Sunny. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich habe das hier vom Sheriff für Sie. Ah ja. Ja, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Oh nein, nein, Sie nicht. Setzen Sie sich an meinen Schreibtisch. Sie müssen ein paar Unterschriften leisten. Also drei Unterschriften. Hier, hier und hier. Sehr gern. Und jetzt das. Irgendwie komme ich mir vor, als würde ich ein Auto kaufen. Das ist doch gut. Vielen Dank, Mr. Edwards. Oh, darf ich Ihnen die Karte vom Brighthaven Beerdigungsinstitut geben? Da werden Sie gut bedient. Sie gewähren sogar Rabatt auf den Sarg. Sie können auch eine günstige Grabstelle bekommen, an der Sonnenseite des Hügels. Onkel Charlie hat gern in der Sonne gelegen. Dazu hat er jetzt reichlich Gelegenheit. Hier ist eine Kopie des Totenscheines für Charles Kenneth Albertson. Ich werde dann das Beerdigungsinstitut verständigen, dass Sie den Leichnam abholen. Wollen Sie Blumen?
Nein, danke, aber Onkel Charlie hatte eine Allergie. Trotzdem, danke vielmals. Sind Sie in Eile, Mr. Albertson? Das kann man so sagen, Sheriff. Wir haben eine Beerdigung zu organisieren. Mhm. Als Sie mein Büro verlassen hatten, kam ein Anruf von Sheriff Waldecker aus Drylands. Sein Deputy hat gestern Abend einen Landstreicher aufgegriffen. Er sagt, der Mann hatte eine ziemlich teuer aussehende Brieftasche bei sich. Mit $200 drin. Eine Brieftasche? Mhm. Er sagt, sie lag auf den Bahngleisen in der Nähe von Huckabee. Er hat sie nach dem Unfall gefunden. Der Besitzer der Brieftasche war Maud Prescott. Wir sind sicher, weil sein Führerschein drin war und ungefähr ein Dutzend Kreditkarten. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, Sir, wenn dieser Tote Maud Prescott ist, wie kommt es dann, dass das Eigentum Ihres Onkels Charlie draußen in der Gegend rumliegt? Würden Sie sich bitte umdrehen? Vielen Dank. Oh, Schatz. Auf diese Art wirst du nie Karriere machen. Ich kenne meine Rechte. Ich möchte einen Anwalt anrufen. Es gibt nur einen in dieser Stadt. Bart Mahoney? Sie können ihn gerne anrufen, wenn Sie wollen. Aber ich fürchte, dass es Ihnen nicht viel nützen wird. Sheriff, wieso glauben Sie mir nicht? Das ist alles Schwindel. Die Brieftasche wurde absichtlich dorthin gelegt. Ach, ist das so? Ja. Wer ist glaubwürdiger, ich oder irgend so ein brieftaschenklauender Landstreicher? Essen um 6. Heute gibt es Kotelett mit Kartoffelpüree. Grießpudding zum Nachtisch. Also, einen Augenblick mal. Sheriff, ich kenne meine Rechte. Hallo, ich bin Al Capone. Meine Schuhe kriegst du nicht. Mach nichts, du auch nicht meinen. Wollen wir uns vertragen oder brauchst du es schriftlich? Du bist ein schlaues Kerlchen. Ja, wenn ich nervös bin oder Angst hab. So wie im Moment. Ach, so ein Quatsch, ich tu dir doch nichts. Ich bin Clarence. Hallo, Frank. Ich denke, du heißt Al. Das ist mein zweiter Name. Wieso stopfst du Papier in deine Schuhe? Weil sie nicht passen. Was würdest du reinstopfen? Was tätest du, wenn sie zu klein wären? Dann würden sie mir überhaupt nichts nützen. Kapierst du das nicht? Wie kann er bloß so dämlich sein? Ich hab das nur verdient. Das darf nicht wahr sein. Wie dämlich der ist. Blöd dämlich. Dämlich. Hey! Hey, Sheriff! Erklären Sie es mir nochmal. Also, wäre er aus den Schuhen gerissen und vom Zug mitgezerrt worden, hätten die Schuhe 100 Meter weiter gelegen und nicht direkt neben ihm. Sie wurden dort deponiert, damit es so aussieht, als wäre er auf den Gleisen entlang gelaufen. Er wurde vermutlich auf die Schienen gelegt, bevor der Nachtzug durchfuhr. Er kommt doch immer zur selben Zeit, oder? Ja, aber... Es geht weiter. Als dann der Mörder sah, dass der Tote nur Socken trug, war es fast zu spät. Also zog er seine eigenen Schuhe aus und versuchte, die Füße des Opfers hineinzuzwängen. Aber die Schuhe passten ihm nicht. Sie waren viel zu klein für unseren Mann. Trotzdem musste er welche haben. Also wartete er neben den Schienen darauf, dass der Nachtzug kam und das arme Opfer überfuhr. Nachdem das geschehen war, legte er die Schuhe neben den Leichnam. Danke. Es stimmt. Er hat völlig recht. Es war Mord. Naja, Mahoney ist ein Angeber. War er schon immer, schon auf der Schule. Ja, ich habe gemerkt, dass es Ihnen schwer gefallen ist, ernst zu bleiben, als er anfing, große Töne zu spucken. Ich habe schon daran gedacht, mir die Ohren zuzustopfen, wenn ich Mahoney das nächste Mal zur Tür reinkommen sehe. Ja, Sie waren sichtlich angewidert von der Geschichte über diesen Roper Bailey. Er ist Marsha Mays vermisster Vater, nicht? Ja,
Ja, Roper ist Marshas Daddy. Was nicht stimmt, ist, dass Roper Bailey Marshas liebevoller, hart arbeitender Nährer ist. Das ist der größte Unsinn, den ich je gehört habe. Marsha May verdient seit dem 16. Lebensjahr ihr eigenes Geld, ohne jedes Problem. Weiß Mahoney Bescheid? Was glauben Sie, wer ihre Miete bezahlt? Bart Mahoney natürlich und ihre Lebensmittel auch. Aha. Mit der Kneipe verdiene ich nicht genug. Ich habe nebenbei noch ein kleines Geschäft. Und Marsha May kauft jeden Tag bei mir ein. Sie wohnt direkt gegenüber. Sie macht niemals die Vorhänge zu. Das Mädchen ist verdammt fleißig. Kann ich mir vorstellen. Also, sie kauft bei Ihnen ein. Ja, sie kauft immer dasselbe. Die Edlimonade für sich, mexikanisches Bier für ihren Daddy. Kaugummi für sich, ab und zu etwas Kautabak für ihren Daddy. Jetzt ist es bereits 5 Tage her, dass der Tote auf den Gleisen gefunden worden ist. Und laut Bart Mahoney, dem unübertrefflichen Anwalt, kann es nur einer sein, Rupert Bailey. Und das ist purer Betrug. Woher wollen Sie das wissen? Ich weiß nur, dass Marsha May wie immer bei mir eingekauft hat. Raten Sie mal, was sie verlangt hat. Mexikanisches Bier und Kautabak. Gratuliere, das war der absolute Hauptgewinn. Ich war heute Morgen in dem Laden und habe die Lebensmittel kaufen sehen. Das ist die Quittung. Sie ist von heute. Eine genaue Liste Ihrer Einkäufe. Da sehen Sie es. Mexikanisches Bier und Kautabak. Hier sind Marsha Mays Unterschrift und Ihre Kreditkartennummer. Aha. Ich sage Ihnen, was das beweist. Wenn wir Roper Bailey in Marsha Mays Wohnung mit einem Sechserpack und einem Spucknapf finden, hat das mit Mord noch lange nichts zu tun. Ich glaube, dass Mahoney auf die Idee, die Versicherungsgesellschaft zu betrügen, erst nach diesem Zeitungsbericht kam. Er dachte sicher, dass niemand die Leiche haben wollte. Gut möglich. Er kam am selben Tag wie Sie. Dann wäre da noch die Witwe Bescom. Ja, aber wieso? Möglicherweise wollten sie sich trennen und sie hätte bei einer Scheidung zu viel verloren. Sie sagten was über eine Mikrochip-Firma? Ja. Winzige Firma, riesenhafte Regierungsaufträge. Und jetzt gehört Tilly alles. Mit Cousin Jerry als Direktor, gar nicht schlecht. Wer ist da? Sheriff Ten Eyck, ma'am. Ich hätte da noch ein paar Fragen. Raus hier! Raus, verschwinden Sie sofort! Was ist das hier? Ein Polizeistaat? Sie haben kein Recht, in das Schlafzimmer einer Dame reinzuplatzen. Anscheinend hat sie ihren Cousin Jerry sehr gern. Es sieht fast so aus. So, jetzt hören Sie mal zu, bevor ich noch unwirscher werde. Ich will alles wissen über den Mord an Ihrem Mann. Was? Oh, ich wusste, wir würden damit nicht durchkommen. Habe ich es nicht gleich gesagt? Du Idiot! Ich habe ihn ganz sicher nicht ermordet, das können Sie wirklich glauben. Er hat ihn umgebracht. Entschuldigen Sie, Ma'am, würden Sie bitte. Vielen Dank. Verstehen Sie mich nicht? Er hat ihn ermordet. Ja, Ma'am. Ich habe Sie verstanden. Und wissen Sie was? Im Garten hat der Mord verscharrt. Das ist Mord, Bescom, richtig. Aber Frank, wenn das Mord ist, wer ist denn dann der andere? Laut Tillys 27-seitigen Geständnis, dem längsten, das ich je gesehen habe, hat sie ihren Cousin zweiten Grades Jerry Wilbur überredet, ihren Mann zu ermorden, um sein Geschäft zu übernehmen. Sie wollten eine Weile abwarten und dann heiraten. Zunächst einmal erzählte Tilly überall, dass Mord auf Geschäftsreise wäre. Da sah er jedoch schon die Radieschen von unten mit 3 Kugeln im Bauch. Dann hatten sie die Idee, den unbekannten Toten als Mord zu identifizieren, damit Tilly die unbescholtene Witwe wäre. Und sie hätte wieder heiraten können nach dem Trauerjahr. Aber wie kam Mords Brieftasche auf die Eisenbahngleise? Jerry hatte geplant, dass meine Deputies sie finden und ich den Toten für Mord halten würde. Aber der Penner fand sie vorher.
Wie es aussieht, sind Sie diejenigen, die übrig bleiben. Wissen Sie, ich meine, Sheriff... Tatsache ist, ich habe diesen Fall bis oben in Satt, also... Wenn Sie wollen, können Sie ihn haben. Oh, wirklich? Schatz, hast du das gehört? Wir können Onkel Charlie haben. Sie sollen wissen, dass ich immer noch nicht frei von Zweifeln bin. Aber Sie konnten ihn am besten beschreiben. Und Sie werden der Gemeinde die Beerdigungskosten ersparen. Also, Sie bekommen von mir den Totenschein wieder, den ich Ihnen weggenommen hatte. Ich schlage eine kurze Feier und eine stille Abreise vor. Das war's, wenn Sie die Tür hinter sich schließen würden. Ach, bin ich froh, zu Hause zu sein. Ich werde jetzt ins Bett gehen und eine Woche lang schlafen. Und du, junge Frau, darfst gerne mitkommen, wenn du mir versprichst, mich die nächsten 168 Stunden nicht anzufassen. Ruf zuerst noch den Anwalt an. Liebling, er wohnt in Detroit. Es ist zu spät, er wird nicht mehr auf sein. Ich weiß, aber er hat bestimmt einen Anrufbeantworter. Sag ihm, Onkel Charlie hatte eine herrliche Totenfeier. Ja, also gut. Onkel Charlie! Hätte ich gewusst, dass ihr euch so aufregt, wäre ich gar nicht wiedergekommen. Ich bin hier, um meine Sachen abzuholen. Meine goldene Uhr, meinen Zigarrenabschneider, meinen Glückswürfel, meine Erkennungsmarke. Wo zur Hölle bist du gewesen? Wir dachten schon, du wärst tot. Ach ja? Keine Angst, ich habe noch einige gute Jahre vor mir. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt. Das ist komisch, das ist komisch. Ja, sehr komisch. Aber Onkel Charlie ist tot, er ist... ich hab doch seinen Totenschein bei mir. Nein, Frank. Verstehst du denn nicht? Man kann jemanden nicht zweimal umbringen. Niemand würde es hier erfahren. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Nein, natürlich ist das nicht mein Ernst. Aber wer würde es hier erfahren? Charlie, Baby, da bin ich wieder. Oh, hallo. Sie sind bestimmt Francis und Sandra. Ich bin Doreen, Charlies Frau. Oh, wie sehr habt ihr euch schon kennengelernt? Ist sie nicht umwerfend? Der Porsche ist vollgetankt und abfahrbereit. Porsche? Ja. Wenn wir den Rolls nehmen, brauchen wir auch den Chauffeur. Und wer will da schon in den Flitterwochen? Wisst ihr schon, dass ich zu etwas Geld gekommen bin? Zeig mal den Ring, Liebling, seht. Wenn Sie meinen, der ist groß, sollten Sie erst mein Collier sehen. Das ist eine irre Geschichte. Eine alte Freundin von mir ging dahin und sie hinterließ mir Millionen. Ich weiß nicht, wie Doreen und ich das alles ausgeben sollen, aber wir werden es schon schaffen. Wir sind auf dem Weg nach Las Vegas. Natürlich. Wohin denn sonst? Ich wollte euch nur beruhigen und euch sagen, dass ihr euch um den alten Onkel Charlie nie wieder sorgen müsst. Leb wohl, Frank. Ich habe mich gefreut, euch wiederzusehen. Sunny, Frank, du siehst blass aus. Arbeite nicht allzu viel, ja? Komm schon, Charlie, auf nach Las Vegas. Ja, es geht ja schon los. Komm, erwarten. Onkel Charlie und Tante Doreen. Wer hätte das gedacht? Ja. Epilog. Charlie war also auf Reisen mit Doreen und Maud Bescom wurde aus Tillys Garten wieder ausgegraben. Roper Bailey trank immer noch sein Lieblingsbier und eine Frage stellte sich mehr und mehr. Wer war der Tote auf den Eisenbahnschienen und vor allem, wer hat ihn ermordet? 4 oder 5 Tage später fügte sich das Puzzle dann zusammen, als in sämtlichen Zeitungen des Landes folgende Anzeige zu lesen war. $100,000 Belohnung in Aussicht gestellt für Hinweise über den Verbleib des vermissten Jason T. Rucker, Präsident der Santa Barbara Spar- und Darlehenskasse, der seit dem 4. Juni verschwunden ist, einen Tag vor der geplanten Buchprüfung durch staatliche Bankbeamte. Rucker ist 66 Jahre alt, grauhaarig und untersetzt etwa 1,70 Meter. Zuletzt trug er einen braunen Wettermantel, eine helle Hose und weiße Halbschuhe. Außerdem wird der Mann gesucht, mit dem Rucker zuletzt gesehen wurde. Und zwar ein auf Güterwaggons schwarz fahrender Landstreicher namens Clarence Dovkin.
Die Erde ist ziemlich hart. Man kommt schwer durch, Mrs. Fletcher. Aber ich werde damit zurechtkommen. Gut. Ich kann von Glück sagen, dass du mir dabei hilfst. Es gibt sicher etwas Schöneres, das du mit deinem schulfreien Tag anfangen könntest, ha? Na, ich bestimmt nicht. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich muss Geld verdienen, wissen Sie? Du bist der beste Arbeiter, den ich jemals hatte. Deine Mutter muss sehr stolz auf dich sein. Das ist sie sicher. Sie hat neuerdings einen Job in der Schuhfabrik in der Nähe, aber... Sie sagt auch, dass ich nun in meinem Haus bin. Ganz schön schwer. Hätte ich nur meine Schaufel mitgebracht. Ich komme mit meiner besser klar. Das verstehe ich. Wir machen nur das Beet fertig. Ja, gut. Also auf die Plätze. Fertig, los. Ja, ich verstehe. 5 Uhr passt mir gut. Bis dann. Das können Sie mit mir nicht machen. Doch, das kann ich. Sie haben meine Miete vor 6 Monaten erhöht und ich habe 1 Jahr Mieterschutz. Was soll denn das? Und wenn Sie den Vertrag durchgelesen haben, sehen Sie, dass eine Vertragsklausel eingebaut ist, 10% aufzuschlagen nach 6 Monaten. Das ist heute. Sie haben Ihren Verstand verloren. Ich meine, ich zahle meinen Arbeiter nicht den Mindestlohn, weil ich es gern tue, sondern weil ich es tun muss. Bei meinen Ausgaben steht mir der Ruin bevor. Ich bin am Ende meiner Möglichkeiten. Owen. Ihre Mitleidstour interessiert mich nicht. Ich gebe Ihnen noch eine Frist bis Mittwoch, keinen Tag länger. Verstanden? Hey, Pets. Oh, wie geht es Ihnen, Mr. Frenzy? Redet man denn so mit einem alten... Alten Freund, wo ist du? Na, Kleines, hatten wir nicht immer viel Spaß miteinander? Ja, sicher, natürlich. Ich habe mich immer krank gelacht. Ach, so ist das. Gut zu wissen. Es gab kein echtes Gefühl. Was für Gefühle sollte ich denn haben, Jack? Bitte, Mr. O. Ganz ausgeschlossen, Fräulein. Die neuen Modelle müssen fertiggestellt werden. Ich bin doch morgen wieder da. Sie werden doch sowieso erst am Montag verpackt. Angenommen, alle Leute meines Betriebes kämen mit persönlichen Problemen aus Mitleid, müsste ich dann den anderen auch freigeben, richtig? Ich bitte Sie, Owen, Sie waren doch immer mit mir zufrieden, oder nicht? Naja, ausnahmsweise, ja. Aber ich will, dass Sie morgen als Erster an der Maschine sitzen. Danke. Mark, wir sollten mal über deine Miete. Nein, nicht jetzt. Na schön, dann eben später. Ich komme bei dir vorbei. Nein, mein Sohn ist zu Hause. Er kann so lange spielen gehen. Nicht heute, Jack. Mein Kind, so geht das nicht. Deine Ausreden nützen dir nichts. Wenn Geld das Problem ist, mach dir keine Sorgen. Ich finde schon einen Weg, der dir weiterhelfen wird. Hier sind die Schnürsenkel.
Ich danke dir, Danny. Ist alles in Ordnung? Alles ist bestens, junger Freund. Also wieso gehen Sie nicht wieder zurück an Ihre Arbeit? Wann denken Sie sich etwas Neues aus? Aber wieso? Das Alte hat sich bisher immer bewährt. Ist schon gut, Danny. Haben Sie das gehört? Ziehen Sie Leine. Ich sehe dich später. Weißt du, was mir an dem gefällt? Seine Bescheidenheit. Danke, dass du mir hilfst, Seth. Das hättest du wirklich nicht alles an deinem Fahrrad unterbringen können. Dr. Hesnan. Kevin. Haben Sie die richtige Pflanze bekommen, Mrs. Fletcher? Ja. Wir werden alles am Montag einpflanzen, natürlich nur, wenn du frei hast. Ja, sicher. Schön. Hier, der Wochenlohn für Mr. Bryce. Oh, vielen Dank, Mrs. Fletcher. Oh je, ich habe gar nicht gemerkt, wie spät es schon ist. Es wird dunkel sein, bevor du zu Hause bist. Leg dein Fahrrad in meinen Wagen, ich fahre dich vorbei. Ah, nein, danke, Dr. Hazlitt. Ich muss noch ein paar Sachen für Mom besorgen und ich habe ein gutes Licht und ich bin schon oft im Dunkeln nach Hause gefahren. Hast du? Oh ja, überhaupt kein Problem. Ich sehe sie dann am Montag, Mrs. Fletcher, und ich bringe meine Schaufel mit. Na schön, Kevin. Und genieße dein Wochenende. Danke, Sie auch. Da geht ein junger Mann, der aus seinem Leben bestimmt einmal was machen wird. Ich glaube, du hast recht. Ja, ja. Er hat sich ganz schön entwickelt, seitdem er mit seiner Mutter hier lebt. 6 Jahre sind das schon. Ich erinnere mich noch. Er hatte die Masern gleich am ersten Tag. Böse Geschichte. Er war mit Pusteln übersät. Schwer für eine Frau so ganz allein. Ihren Unterhalt verdient sie in einer Fabrik. Aber verstehe mich nicht falsch. Sie bezahlte immer den vollen Betrag ausgesprochen pünktlich. Das heißt... Weder habe ich hier eine Sonderstellung eingeräumt, noch hat sie das erwartet. Hör zu, meine Liebe. Stecke ich meine Nase in deine Angelegenheiten? Gelegentlich. Du bleibst zum Essen. Es kommt drauf an. Was wird serviert? Es gab ein paar Dosen Thunfisch im Sonderangebot. Etwas lässt sich schon daraus machen. Idiot! Jessica Fletcher, du bist das wandelnde Gedächtnis. Warum bist du nicht ein normaler Mensch und vergisst auch mal den Geburtstag deiner Verwandten? Weil sie zu meiner Familie gehören und ich ihnen eine Freude machen möchte. Wenn es denn so viele davon gibt. Außerdem wäre ich das ganze Wochenende damit beschäftigt gewesen, all diese Geschenke einzupacken. Dafür darfst du in deiner Schreibmaschine sitzen. Ist das nicht dein kleiner Helfer da drüben? Ja, und es sieht aus, als würde er auf jemanden warten. Jess, da müssen wir hin. Oh Mist! Oh, Mrs. Fletcher. Wartest du hier auf jemanden? Was ich? Nein. Ich gehe am besten zu Ihnen und mache im Garten weiter. Ich sehe Sie dort, ja? Eigenartig. Er verhält sich sehr merkwürdig. Er ist doch schon in der Pubertät, Jess. Wie kann selbst das netteste Kind in ein neues Wesen verwandeln, das voller Widersprüche ist? Wahrscheinlich hast du recht. Weißt du, ich rechne ihm sein Fleiß hoch an. Er kam einmal in meine Praxis und fragte, ob ich Arbeit für ihn hätte. So gab ich ihm ein paar Dollar und bat ihn, Rezepte in die Apotheke zu bringen. Er nimmt die Sache ziemlich ernst, Mann im Haus zu sein. Ich hoffe nur, dass er sich damit nicht zu viel zumutet. Ja, ja. Ich mach die Tür auf. Wollen Sie die ganzen Pakete auf einmal verschicken, Jessica? Ich habe eine Unzahl von Verwandten, die in diesem Monat Geburtstag haben. Ich finde es schöner, selber welche zu bekommen.
Sie ersparen sich eine Menge Umstände, wenn Sie einfach aus dem Katalog bestellen. Will ich jemanden beschenken, greife ich einfach zum Telefon. Mhm. Wie geht es, Jack? Ich habe ihn schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Da sind Sie nicht der Einzige. Das ist Ihres, Mrs. Franzen. Ich danke Ihnen, Lou. Glauben Sie mir, Jessica, das Leben ist so viel einfacher, wenn man nur ein paar Zahlen wählt. Sie wählt und Jack darf zahlen. Bei dem Defizit der Post wird Ihnen die Direktion ein Dankschreiben schicken. Das war doch gar nicht so viel. Oh, Jessica, es tut mir leid. Das macht doch nichts. Ich habe nicht darauf geachtet, wo ich hingehe. Keine Sorge, es ist nichts passiert. Was macht die Schule? Ach, na ja, immer das Gleiche. Es sind 40 Kinder in der 7. Klasse. Alle versuchen, so schnell wie möglich erwachsen zu werden. Das sagte ich gerade. Unser Thema war nämlich Kevin Bryce. Oh, Kevin. Ist ein lieber Junge. Er hat bei mir 3 Wochenstunden Geschichte. Er ist ausgesprochen fleißig. Ja, das weiß ich. Zurzeit hilft er mir außerdem in meinem Garten. Ich muss mich beeilen. Zu Hause erwartet mich ein Stapel Schulhefte, die meinen Nachmittag verschönern. Dann alles Gute. Ach, Jessica, wenn Sie Kevin sprechen, sagen Sie ihm gute Besserung von mir. Ist er denn krank? Das nehme ich an, er war nicht in der Schule. Ach so? Wie geht es dir, Kevin? Ganz gut, Mrs. Fletcher. Oh, es muss ziemlich schwer sein, mit einem so winzigen Gerät zu arbeiten. Was ist mit der Schaufel, die du von zu Hause mitbringen wolltest? Ich konnte sie nicht finden. Sie ist immer im Vorgarten. Irgendjemand muss sie mitgenommen haben. Sieht so aus, als könntest du eine kleine Pause gebrauchen. Was hältst du von einer schönen Scheibe Früchtebrot und einem Glas Milch? Sehr viel. Gut. So, bitteschön. Das wird dir bestimmt schmecken. Meine Gäste haben es immer gelobt. Ich habe fast alles aufgegessen. Du musst dich nicht entschuldigen. Das ist ein Kompliment für die Köchin. Meine Mutter hat sich heute nicht wohlgefühlt. Deshalb habe ich kein Mittag gegessen. Dann wird Mrs. Handsome sich freuen, dass es dir sehr gut geht. Ich sah sie vorhin und sie machte sich Sorgen, weil du heute nicht in der Schule warst. Stimmt. Wissen Sie, meine Mutter hat sich so schlecht gefühlt, dass ich zu Hause geblieben bin. Das tut mir leid. Am besten verständige ich Dr. Hazlitt, damit er sie untersucht. Nein, das ist nicht nötig. Es ging ihr schon viel besser, als ich wegging. Kann ich vielleicht irgendetwas für deine Mutter tun? Nein, ich glaube nicht. Ich rufe sie am besten an und frage sie. Wir haben kein Telefon. Naja, wir hatten mal eins, aber es war nicht zu bezahlen. Könnten Sie mir heute vielleicht schon das Geld geben? Ich muss nämlich noch ein paar Medikamente für meine Mutter besorgen. Sicher? Ich hole mein Portemonnaie. Kevin, bitte richte deiner Mutter aus. Sie soll mich wissen lassen, wenn sie etwas braucht. Sagst du ihr das? Ganz bestimmt, Mrs. Fletcher. Danke. Wo ist dein Fahrrad? Ich musste es zu Hause lassen. Ein Reifen ist verbogen. Ach, so ist das. Oh, Mrs. Fletcher. Kevin, ist alles in Ordnung? Na klar, alles bestens. Ich wollte nur wissen, ob ich deiner Mutter helfen kann. Im Moment schläft sie. Und wieso hast du gedacht, sie klopfte an die Tür? Es wäre vielleicht besser, wenn ich mit ihr spreche, ne? Das können Sie nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wo sie ist. Sie war nicht krank, Mrs. Fletcher. Das habe ich erfunden. Als sie am Freitag herkam, fand ich einen Zettel von Mom vor, sie käme später. Aber sie ist immer noch nicht gekommen. Du bist mit anderen Worten seit 3 Tagen allein? Ja. Du musst dich furchtbar geängstigt haben. Du hättest den Sheriff verständigen müssen. Nein!
Mrs. Fletcher, wenn der Sheriff informiert wird, werde ich meine Mutter nie wiedersehen. Kevin, was meinst du damit, du wirst deine Mutter niemals wiedersehen? Wenn der Sheriff begreift, dass ich hier allein bin, wird das Gleiche wie in Chicago passieren. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, ich war etwa 4 oder 5. Mom war ohne Arbeit und wir waren bettelarm. Sie hat sich an irgendeine Organisation gewandt und ich wurde in ein Kinderheim gesteckt. Ach, so war das. Es war schrecklich. Ich möchte in meinem Leben nicht mehr dahin müssen. Deswegen habe ich geschwiegen. Ja, aber Kevin, du musst auch an deine Mutter denken. Sie ist vielleicht verletzt oder in Schwierigkeiten. Sie macht sich vielleicht die größten Sorgen um dich. Aber Mrs. Fletcher, wenn Sie es dem Sheriff sagen, dann wird er so eine Organisation anrufen. Ich bin auch noch da. Ich denke, ich kann ihn bestimmt überreden, sowas vorläufig nicht zu veranlassen. Was meinst du? Sollen wir ihn aufsuchen? Ja. Gut. Fahre nach Portland, bin abends zurück. Aber sie sagte nicht, weshalb sie dorthin fuhr oder wen sie sehen wollte. Nein, Sir. In Ordnung. Wir werden eine Beschreibung deiner Mutter rausgeben und dann wird die Polizei in Portland in sämtlichen Krankenhäusern nachfragen. Du machst einen sehr vernünftigen Eindruck. Bleib so. So, das wär's erstmal. Kann ich Sie kurz sprechen? Ja. Sie wissen, ich müsste jetzt eigentlich unverzüglich das Jugendamt verständigen. Ich weiß. Es ist so, normalerweise würde ich im Traum nicht daran denken, Sie davon abzuhalten, den normalen Weg zu beschreiten. Wenn Sie nur so lange damit warten könnten, bis man Näheres erfahren hat. Daran ist doch nichts Unrechtes, oder? Nein, ich denke nicht. Gut. Kevin kann vorerst bei mir bleiben. Und sobald Sie etwas hören, wissen Sie, wo Sie uns erreichen. So machen wir das. Am besten, Sie lesen alles nochmal durch, bevor Floyd es in die Maschine tippt. Sehr gern. Kevin, würdest du bitte herkommen? Tag, Gloria. Jessica, Sheriff, ich möchte etwas melden. Damit eine Akte angelegt wird, falls mein Anwalt es braucht. Sie wissen ja, Anwälte lieben Papierkram. Ja, Ma'am, also was haben Sie für Probleme? Keine. Mein geliebter Ehemann, der gute alte Jackie, ist von der Bildfläche verschwunden. Seit wann ist er weg? Seit Freitag. Er wollte einen Kunden besuchen. Möglicherweise in einem Motelzimmer in Mexico City. Vermisst seit Freitag, das ist gut. Oh, ich meine nicht, dass es gut ist, dass Ihr Mann vermisst wird. Es heißt nur, dass es mehr als 72 Stunden sind und wir nach ihm suchen können. Sie haben es doch sofort verstanden. Wo soll ich unterzeichnen? Sie füllen am besten den Fragebogen aus, dann legen wir los. Was da steht, ist alles richtig, Mrs. Fletcher. Fein, ich gebe es dem Sheriff. Am besten, du wartest draußen auf mich. Ja, gut. Gloria, entschuldigen Sie bitte, ich habe es gehört. Es tut mir so leid. Das muss nicht sein. Ich habe seit vielen Jahren so etwas erwartet. Vielleicht ist es nicht, was Sie denken. Muss es aber sein. Er wird sich ja nicht plötzlich geändert haben. Hat er zufällig mal den Namen Marla Bryce erwähnt? Ist sie auch verschwunden? Seit Freitag. Das passt zusammen. Jake hatte schon immer ein Auge auf sie. $200 monatlich verlangt er nur von ihr, obwohl das Haus das Doppelte wert ist. Es gibt ja gewisse Gefälligkeiten, mit denen man die Differenz begleichen kann, ne? Kevin, weißt du eigentlich, wer diese Frau im Büro vom Sheriff war? Ja, sicher, Mrs. Franzen. Ihrem Mann gehört das Haus, in dem wir wohnen. Er kommt öfter vorbei. Ich denke, weil wir mit der Miete im Rückstand sind. Ach so, deshalb besuchte er euch und sprach mit deiner Mutter darüber. Das nehme ich an. Er hat sie ziemlich belästigt. Auf welche Weise, Kevin? Einmal, als er wegging, sagte Mom, dass er schon bekommen wird, was er verdient, früher oder später. Und dass wir bestimmt bald ausziehen müssen. Hey, das ist der 4-Uhr-Bus. Vielleicht kommt sie mit dem letzten Bus heute Abend. Wenn das so ist und ich bin nicht zu Hause, dann macht sie sich Sorgen. Ja, da hast du recht. Ich habe 2 Fahrräder in meinem Schuppen. Wir fahren einfach zu dir nach Hause, schreiben eine Nachricht und packen ein paar Sachen von dir zusammen. Ist dir das recht? Ja, gut. Kevin, ist der Weg wirklich so viel kürzer? Ganz sicher. Ich benutze ihn meistens nicht, weil ich hier nicht Fahrrad fahren kann. Aber er führt direkt zu unserem Haus. Mrs. Fletcher, sehen Sie! Nein, Kevin! Kevin, du solltest nicht weitergehen! Aber vielleicht ist jemand verletzt! Kevin, warte! Das ist der Wagen von Mr. Frenzel. Thank you.
Mrs. Fletcher. Oh, wie schrecklich. Es ist Jack. Werden die hier noch lange bleiben? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich dachte, es wäre toll, eine Leiche zu finden. Bestimmt nicht. Das kann man laut sagen. Das ist alles, was wir im Moment tun können. Vielleicht gelingt es uns auf irgendeine Weise, den Wagen zu bergen. Ich brauche ihn als Beweis. Sheriff, haben Sie eine Ahnung, wie es zu dem Unfall gekommen ist? Das war kein Unfall, Jess. Es sei denn, Jack hat gewusst, wie man einen Wagen steuert, der auf dem Dach fahren kann. Wahrscheinlich ist er von hinten erschlagen worden. Vermutlich mit einem stumpfen Gegenstand. Ein größeres Stück Holz hätte ausgereicht. Sid, kannst du die ungefähre Todeszeit feststellen? Oh, das muss schon eine Weile her sein. 3 oder 4 Tage. Bei 4 Tagen wäre es der letzte Freitag. Da hat ihn seine Frau zuletzt gesehen. Und wenn das... Ich sehe mich mal um, bevor es zu dunkel wird. Kevin, kannst du mir dabei helfen, die Fahrräder zu verstauen? Ich werde euch beide nach Hause bringen. Was haben Sie gefunden? Ein paar rote Plastikscherben. Sie gehörten aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer Rückleuchte. Ja, zu Jacks Mercedes? Ja, das ist möglich. Ich nehme sie jedenfalls mit für alle Fälle. Sheriff, sehen Sie hier. Da ist etwas frisch gesplittert. Sheriff, wir wissen, wo Marla Bryce steckt. Ein Krankenhaus in Portland hat sich aufgrund der Beschreibung gemeldet. Wie ich Ihnen schon am Telefon sagte, Sheriff, sie ist das Opfer eines Überfalls. Die Feuerwehr brachte sie letzten Freitag. Sie hatte eine leichte Gehirnerschütterung und leidet immer noch an Gedächtnisschwund. Aber sie ist auf dem Weg der Besserung. Sie macht große Fortschritte, aber sie kann sich an gewisse Einzelheiten noch nicht erinnern. Ich bin unten in der Aufnahme, wenn Sie etwas brauchen. Dankeschön. Oh, Kevin! Mom! Bin ich froh, dass es dir gut geht. Oh. Hallo, Mrs. Fletcher. Sheriff? Marla, es ist wunderbar, Sie zu sehen. Mom, was ist passiert? Ich bin nach Portland gefahren, um mich für einen Job vorzustellen, aber ich wollte es dir nicht erzählen, Schatz, weil du dir vielleicht Hoffnungen gemacht hättest. Kevin war schrecklich besorgt, wie wir alle. Ma'am, können Sie mir verraten, wieso Sie hier sind? Ja, ich nahm den 3-Uhr-Bus von Cabot Cove und bewarb mich in einem Betrieb und dann fand ich nicht mehr den Weg zurück zur Bushaltestelle. Und dann wurden Sie überfallen? Ja. Ich fragte einen Mann nach dem Weg, da riss er mir meine Tasche weg und schlug mich zu Boden und dann wurde ich ohnmächtig und erwachte erst im Krankenhaus. Haben Sie zufällig Jack Franzen am Freitag gesehen? Jack? Ich glaube ja. Ja, bestimmt. Wieso? Er wurde heute Nachmittag nah bei Ihrem Haus tot aufgefunden. Er ist vermutlich ermordet worden. Oh, Jack. Jack ist tot? Übrigens, ich habe mit dem Arzt gesprochen. Er meinte, er könnte Sie heute noch entlassen. Auch wenn es mir leid tut, Ma'am, aber ich muss Sie nach Cabot Cove mitnehmen zum Verhör. Sheriff, der Gedanke, dass Marla Jack getötet haben soll, nur weil er sie belästigt hat, ist einfach lächerlich. Warten Sie, es wird noch schlimmer. Wir fanden das hier in der Nähe von Franzens Wagen. Dieses Blut stimmt mit seiner Blutgruppe überein. Es handelt sich um die Mordwaffe. Und sehen Sie hier, der Name Bryce ist in den Stiel eingraviert. Grundgütig. Es muss sich so abgespielt haben, Mrs. F. Als Jack mehr als aufdringlich wurde, schlug sie ihm die Schaufel auf den Kopf. Als ihr klar wurde, was sie getan hatte, bestieg sie den Bus nach Portland, um möglicherweise nach New York zu fliehen. Ohne Kevin zu berücksichtigen? Oh nein. Sie wollte ihn später nachkommen lassen. Es war nur ihr Pech, dass sie auf ihrer Flucht überfallen wurde. Auf der Flucht? Sheriff, sind Sie nicht dabei, Ihre Orientierung zu verlieren? Hey, Mrs. F., wollen Sie mir das Gegenteil beweisen? Ich würde mich freuen. Ich will Mrs. Bryce genauso wenig einsperren wie Sie. Möchten Sie Kaffee? Kevin, kann ich irgendetwas für dich tun? Meine Mutter aus dem Gefängnis rausholen. Glaub mir, es gibt nichts, was ich lieber täte, aber gerade das geht leider im Moment nicht. Das ist genau, was meine Mom sagt. Vertrau weder der Polizei noch den Wohltätigkeitsverein. Sie können nur dein Leben schwerer machen. Das muss die Bekannte sein, von der ich dir erzählt habe. Kommen Sie doch herein. Guten Tag, Mrs. Fletcher. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Ich bin immer da, wenn man mich braucht. Du bist bestimmt Kevin. Hi. Hi. Kevin, das ist Lee McAdam. Ich war ihre Lehrerin. Sie arbeitet für diesen Bezirk. Bezirk? Sowas wie eine Sozialarbeiterin? Ja, so etwas in der Art. Kevin,
Ich hatte Lee von dem Kinderheim in Chicago erzählt. Ja, da ist es dir wohl ziemlich schlecht ergangen. Ja. Weißt du, Kevin, sowas kommt manchmal vor. Ganz besonders in Großstädten. Da gibt es zu viel zu tun und zu wenig Menschen, die sich die Mühe machen, ehrenamtlich anderen Menschen zu helfen. Da hast du ganz recht. Es gibt einige Kinder, die dabei auf der Strecke bleiben. Es gibt niemanden, der das absichtlich tut, aber es ist meistens zu wenig Zeit übrig, um jedem Kind die Aufmerksamkeit zu schenken, die es verdient. Wie mir Mrs. Fletcher berichtet hat, machst du im Moment ziemlich viel durch. Soll ich versuchen, einen Heimplatz zu finden? Nein, bitte nicht! Nicht einmal hier? Hier? Bei Mrs. Fletcher? Wieso nicht? Solange uns deine Mutter ihr Einverständnis gibt? Und ein Erwachsener, der sich bereit erklärt, die Fürsorge zu übernehmen. Sie sind doch bereit dazu, nicht wahr, Mrs. Fletcher? Ich werde es versuchen. Darf ich reinkommen? Ja, gerne. Es ist für mich eine neue Erfahrung, dass bei mir ein Kind übernachtet. Das beschäftigt mich natürlich. Und ich wollte nur sicher sein, dass du alles hast, was du brauchst. Ich habe alles. Kevin, gibt es etwas, irgendetwas, das dir vielleicht letzten Freitag aufgefallen ist, das deiner Mutter helfen könnte? Nein, ich war in der Schule, ich war in ihrem Garten und fuhr nach Hause. Was war mit deinem Fahrrad? Es stand doch vor eurem Haus. Sagtest du nicht, der Reifen sei verbogen? Ja, richtig. Jemand hat mich von der Straße abgedrängt. Dabei hat es was abbekommen. War das in der Nähe eures Hauses? Ich denke schon. Der Wagen kam aus der Richtung. Hast du jemanden erkannt? Nein, es war zu dunkel. Aber es brannte nur ein Rücklicht. Kevin, weißt du das genau? Es ist so, Sheriff Mitzker fand ein paar rote Plastikstücke in eurem Vorgarten. Wahrscheinlich gehörten sie zum Rücklicht eines Wagens. Mrs. Fletcher, kann es sein, dass die zu dem Auto gehören, das ich gesehen habe? Und dass das Auto vor unserem Haus war und der Mörder das Auto vielleicht fuhr? Das ist gut möglich. Dann müssen wir nur noch das Auto finden, damit der Sheriff meine Mutter wieder freilässt. Schön langsam, Kevin. Wir wissen nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt. Ich glaube, wir sollten Sheriff Mitzker die Untersuchung überlassen. Aber Mrs. Fletcher, was ist mit dem Wagen, wenn er nicht gefunden wird? Was passiert dann mit meiner Mutter? Deiner Mutter wird nichts geschehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Kevin, bist du schon wach? Magst du Blaubeerpfannkuchen zum Frühstück? Kevin? Mach schon, Sand. Was rennst du denn so weit? Der Junge kann nicht weit weg sein. Wir sind ja nicht in Boston. Ich bin aber für ihn verantwortlich. Wenn ihm irgendetwas passiert, dann... Oh, Danny. Guten Morgen, Mrs. Fletcher. Doc? Danny, Sie Kevin Bryce irgendwo gesehen? Ja, zufällig traf ich ihn in der Third Street vor ein paar Minuten. Er hat sich alle geparkten Autos angesehen. Das ist gut. Das habe ich dir gesagt. Danke, Danny. Gern geschehen. Bleib doch mal stehen. Du weißt, wo er ist. Also schalt wir den ersten Gang ein. Oh, hi, Mrs. Fletcher. Du hast mir einen Todesschrecken eingejagt. Es tut mir leid. Ich dachte, ich könnte dem Sheriff behilflich sein. Dagegen ist wenig einzuwenden, meinst du nicht auch? Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, junger Mann, aber ich habe ziemlichen Hunger. Oh, ich auch. Also auf geht's. Pfannkuchen für alle in meinem Haus. Gut. Ist noch etwas von dem köstlichen Blaubeergelee übrig? Da im Auto ist Mams Chef. Owen Brownwell und die Witwe Frenzy. Was soll man davon halten? Tschüss! Ist Kevin pünktlich zur Schule gekommen? Ja, aber sobald er aus dem Auto gestiegen war, hat der junge Richie Mills ihn damit gehänselt, dass er eine Mutter hat, die im Gefängnis sitzt. Richie Mills, das hätte ich mir denken können. Richie verstummte gleich wieder, als ich ihm den Termin für seine Tetanus-Nachimpfung gab. Weißt du, was ich nicht verstehe, Sid? Dass das alles hier passieren konnte, in unserer kleinen Stadt, wo doch jeder glaubt, über jeden genau Bescheid zu wissen. Marla lebte seit Monaten unter den schwierigsten Umständen. Wieso hat das keiner von uns bemerkt? Die meisten Menschen sind zu beschäftigt, Jess, selbst hier in Cabot Cove. Das bedrückt mich aber sehr. Ausgerechnet hier in Cabot Cove. Wo bleibt denn der Sinn für Gemeinschaft? Ich meine Nachbarschaftshilfe zum Beispiel.
Früher war das so, aber heute ist es längst Vergangenheit, Jess. Wenn das wirklich so ist, dann ist die Entwicklung beunruhigend. Würdest du mich bitte zum Büro des Sheriffs fahren? Gerne. Hast du was in der Zeitung gefunden? Nein, aber vielleicht findet Marla etwas. Die Freitagsausgabe aus Portland. Ja. Ich versuche, ihr Gedächtnis aufzufrischen. Hier ist es, Mrs. Fletcher. Das ist der Betrieb, bei dem ich mich beworben habe. Warren Industries. Sie suchten für Ihr Produkt einen Warenprüfer. Sind Sie sicher? Ja, völlig sicher. Ich erinnere mich genau. Ich hatte die Anzeige rot angekreuzt. Gut. Ich veranlasse, dass der Sheriff den Personalchef anruft. Dann sind wir einen Schritt weiter, Sie hier herauszuholen. Mrs. Fletcher, ich habe solche Angst. Aber das ist doch klar. Mir würde es genauso gehen. Eines sollten Sie noch wissen. Ich war schon mal in Schwierigkeiten. Vor ein paar Jahren bin ich in eine Wohnung eingebrochen, weil ich die Miete einfach nicht bezahlen konnte. Ja, ich weiß. Kevin hat es mir erzählt. Ich habe mein Kind schon mal verloren. Ich habe solche Angst, dass das wieder passieren kann. Das brauchen Sie nicht. Sie sind nicht die Mörderin von Jack Franzen. Nein, das bin ich nicht. Es mag vielleicht nicht fair sein, weil mir der Beweis fehlt, aber ich könnte mir vorstellen, wer der Mörder von Jack sein könnte. Wer? Owen Brownwell. Jack war Besitzer der Schuhfabrik und ab Freitag erhöhte er Owens Miete das zweite Mal in diesem Jahr. Owen war sehr wütend. Er kann sich furchtbar aufregen. Schon beim kleinsten Anlass fährt er aus der Haut. Ich verspüre plötzlich ein dringendes Bedürfnis nach einem paar Mokassins. Sie müssen aber fabrikneu sein. Nochmals guten Tag. Hallo, Mrs. Fletcher. Haben Sie Kevin gefunden? Ja, danke. Wie wird Marla mit allem fertig? Nun, wie man so damit fertig wird unter diesen Umständen. Wenn sie etwas braucht, Geld. Ich habe nicht viel, aber ich gebe es gern. Sie wird ihr Angebot sehr schätzen. Wissen Sie mehr? Ich hörte, dass Jacks Beerdigung am Freitag ist. Ja, aber erwarten Sie keine große Trauergemeinde. Schade. Sie besuchten doch beide die Highschool. Sie waren immer die besten Freunde. Ja, so sah das von außen aus. Wissen Sie, Jack brauchte immer Leute um sich, die ihm erzählten, was für ein toller Kerl er war. Als Kind ist man dumm und tut so etwas. Entschuldigen Sie mich, aber die Kartons müssen dringend zum Haus. Oh ja, natürlich. Hallo, Patsy. Tag, Mrs. Fletcher. Was haben Sie heute auf dem Herzen? Ich möchte ein paar Moccasins verschenken, die vorne eine Perlstickerei haben. Größe 40. Oh, das da. Das ist unser Verkaufsschlager. Sehr schön. Es scheint, dass Owen Besuch hat. Besuch? Sie gehört schon fast zur Familie. Sie ist heute schon dreimal hergekommen. Eine Sekunde, ich bringe sofort ihre Schuhe. Danke, Sir. Die werden am meisten verlangt. Hm, dann entscheiden wir uns für die. Und diese da, die sollten wir ja, auch. Ja, und was hältst du von diesem Modell? Verzeihen Sie bitte, habe ich Sie bei etwas unterbrochen? Nur bei einer geschäftlichen Besprechung. Sensationell, Jessica. Gloria hat für mich einen Plan entworfen, wie ich aus dem Unternehmen aussteigen kann. Und wie wir beide in Zukunft ein Versandhaus führen. Wirklich? Gloria, ich habe ja gar nicht gewusst, dass Sie eine Geschäftsfrau sind. Ich wurde niemals beteiligt, weil Jack seinen Ruhm mit niemandem teilen wollte. Alles, was wir miteinander teilten, war der Name und die Adresse. Owens Schuhe direkt an Sie. Oh, ich sage Ihnen, das ist das Beste, was mir je passiert ist. Ja, so schnell macht einem das Leben wieder Spaß. Ist es nicht so? Ich meine, so manches Gute erwächst aus einem tragischen Unglücksfall. Das ist doch wunderbar. Oh, ich muss jetzt los. Oh, soll ich dich so gegen 6 Uhr abholen? Nein, nicht heute, Gloria. Es nimmt mich jemand mit. Gut, bis bald. Auf Wiedersehen, Jessica. Wiedersehen. Ist das Auto kaputt? Es ist leider schlimmer. Meine alte Karre hat ihren Geist aufgegeben. Sie wird verschrottet. Ein Freund in Rockford hat mir noch 50 dafür gegeben, fürs Metall. Mehr war nicht mehr drin. Ach, wann ist das passiert, Owen? Sonnabend, gleich am Morgen. Ich habe einen neuen Wagen bestellt, der soll am Wochenende da sein.
Wieso fragen Sie, Jessica? Sie haben doch nicht plötzlich vor, selber Auto zu fahren. Oh, bestimmt nicht. Die Wartung meines Fahrrads reicht mir bisher völlig. Ich hole jetzt meine Schuhe. Auf Wiedersehen, Owen. Und viel Glück mit dem neuen Wagen. Hallo, Sheriff. Gibt's was Neues? Ja, Ma'am. Aber leider sind es keine guten Neuigkeiten. Ein Anruf bei der Firma in Portland, bei der sich Mrs. Bryce vorstellen wollte, ergab, sie haben nie von ihr gehört. Also, sie war kurz vor fünf da und blieb 20 Minuten? Ich danke Ihnen, Mr. Ashland. Sie haben mir wirklich weitergeholfen. Gut, Mrs. F., ich gebe mich geschlagen. Als ich anrief, hat niemand was von Marla Bryce gewusst. Wenn Sie anrufen, wissen Sie was. Weil Sie mit Mr. Ashlands Sekretärin gesprochen haben, die nämlich am Freitag nicht im Büro war. Er sprach persönlich mit Marla, aber er vergaß, das Gespräch in seinen Terminkalender einzutragen. Gut und schön, sie hatte einen Grund, nach Portland zu fahren. Aber das erklärt leider überhaupt nichts. Sie hätte Franzen vorher umbringen können und da gibt es immer noch die Mordwaffe. Sie gibt sogar zu, dass sie ihr gehört. Ja, Kevin hat die Schaufel im Vorgarten liegen lassen. Jeder, der vorbeiging, hätte sie mitnehmen können. Und was ist damit, Sheriff? Stammen diese Scherben auch von Jacks Wagen? Nein, nein, seine Rücklichter waren in Ordnung. Ich versuche herauszufinden, von welchem Wagentyp sie stammen, aber das kann eine ganze Weile dauern. Stammen Sie von einem 12 Jahre alten Lieferwagen? Sprechen Sie mit Owen Brownville. Oh ja, wieso denn das? Ja, Ma'am, bitte bleiben Sie dran. Ma'am, ich verbinde. Hallo? Hallo? Wer hat angerufen, Floyd? Ein anonymer Anrufer, Sheriff. Eine Frau. Sie sah, wie Jack Franzen das Haus von Patsy Dumans um 3.30 Uhr am Freitag verlassen hat. Anonym, hä? Mhm. Das ist typisch Cabot Cove. Die Leute haben nichts lieber, als sich mit den Angelegenheiten fremder Menschen zu beschäftigen. Das mag sein, aber wenn das wahr ist, gibt es absolut keinen Grund mehr, Marla den Mord an Jack weiter anzulasten. Richtig. Ich könnte etwas frische Luft gebrauchen. Jack, wie kommen Sie denn auf diese verrückte Idee? Durch eine Zeugin. Eine Frau hat gesehen, dass Jack Franzen letzten Freitag um 3:30 ihr Haus verließ. Mrs. Wibber, herzlichen Dank. Ich werde es Ihnen heimzahlen, Sie alte Klatschtante. Und noch etwas. Marla Bryce nahm den 3-Uhr-Bus nach Portland. Wenn Jack Franzen um 3:30 hier gesehen wurde, dann verschafft ihr das ein sicheres Alibi und ich kann sie entlassen. Ich wollte nichts tun, was Marla schadet. Ich dachte nur, es geht niemandem etwas an, wie ich lebe. Franzen war also hier? Ich verließ die Fabrik um 2. Owen hat nicht bemerkt, dass ich gegangen war. Jack kam um 2:30 zu mir. Er fuhr um 3:30 weg, genau wie sie sagte. Was suchen Sie? Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe, Mrs. Dumont. Das hat uns wirklich weitergebracht. Ja, ich habe eben ein Herz aus Gold. Das freut mich aber, Sheriff. Ich werde es Kevin sagen, sobald er kommt. Ich danke Ihnen für den Anruf. Marla hat ein Alibi für die Zeit von Jack Franzens Tod. Sie wird in Kürze entlassen. Das wurde auch langsam Zeit. Zeit. Der Kuchen ist für Kevin. Außerdem wolltest du abnehmen, hast du gesagt. Leider ist nicht nur das Fleischfach, ebenso der männliche Geist, besonders bei Schokoladenkuchen. Na, meinetwegen. Aber nur eins. Dankeschön. Und um dir meine Ehrerbietung und Freude zu zeigen, werde ich dir frischen Kaffee nachgießen. Oh. Was ist? Es sieht so aus, als hätten wir eine Kanne kalten Kaffee, Jess. Das kleine rote Licht brennt nicht. Fass die Kanne mal an, aber bitte vorsichtig. Oh. Du hattest Unrecht, Dr. Hessel, sie ist heiß. Die Lampe ist seit einem Monat kaputt. Wusstest du, dass man fast jedes Teil der Kaffeemaschine nachbestellen kann? Aber will man ein neues Licht, muss man eine brandneue Maschine kaufen. So ist das in dem Zeitalter, in dem wir leben. Niemand macht mehr Wasser heiß, um Kaffee zu brühen. Seth, das ist es. Wir haben bisher alles falsch angefangen. Das wollte ich dir damit erklären. Wenn man den Kaffee wie früher mit heißem Wasser übergießt, dann bleibt der Löffel stecken. Nicht der Kaffee, das rote Licht. Sheriff, Jessica Fletcher, etwas ist mir gerade eingefallen. In unserer Stadt sind doch nicht mehr als 4 oder 5 Geschäfte, die Autozubehör verkaufen. Sie sollten gleich hingehen und dort nachfragen.
Was machst du da, Kevin? Oh, hi Danny. Ich bin nur gekommen, um Mams Gehaltscheck zu holen. Bestimmt findest du ihn nicht am Heck meines Wagens. Was hast du wirklich gesucht? Gar nichts. Wieso schnüffelst du hier herum? Das mache ich nicht. Ehrlich. Ich gehe jetzt, okay? Warte. Kevin! Kevin, komm her! Kevin, warte! Lassen Sie mich los! Lass dich doch, ich tue dir nicht weh! Sie sind schuld, dass meine Mutter im Gefängnis ist! Sie sind der Mörder von Jack! Das wollte ich nicht. Das schwöre ich. Jetzt hör mir mal zu. Er hat angefangen, nicht ich. Loslassen! Ich wollte ihm gar nichts wehtun. Er hat Mr. Franson umgebracht. Er hat ein neues Rücklicht am Wagen. Das wissen wir. Wir wissen es. Geht es dir gut? Ja. Ich habe das ganz bestimmt nicht geplant. Es ist leider einfach passiert. Oh Gott. Die letzten Tage habe ich in Panik verbracht. Ich dachte, alle beobachten mich und wissen es bereits. Wieso fangen Sie nicht ganz von vorn an, Danny? Ich mochte Marla. Sie ist großartig. Ich konnte es nicht ertragen, wie Jack sie ständig belästigte. In der Fabrik letzten Freitag hörte ich, wie er zu ihr sagte, er würde zu ihr nach Hause kommen, um das Problem mit der fälligen Miete zu lösen. Ich dachte, wenn ich ihr das Geld für die Miete gebe, würde sie mich mit anderen Augen betrachten und mich nicht nur als Kollegen sehen. Ich sagte Owen, ich hätte etwas Wichtiges zu erledigen und fuhr zu ihrem Haus. Sie war nicht da. Als ich wegfahren wollte, tauchte Jack auf. Die Tatsache, dass Marla nicht anwesend war, machte ihn sehr wütend. Er dachte, sie wollte wieder ihre Miete nicht bezahlen. So ließ er seine Wut an mir aus. Wie er es immer tat, schon in der Highschool. Jack wollte mich immer erniedrigen. Obwohl wir beide aus dem gleichen Milieu stammten, war er der Macho und ich war für ihn nur Herr Niemand. Doch diesmal wollte ich Rückgrat bewahren. Ich wollte mir nichts gefallen lassen. Er griff mich an und schlug mich zu Boden. Und dann lachte er mich aus. So wie er mich mein Leben lang ausgelacht hatte. Irgendetwas in mir machte Klick. Ich sah eine Schaufel, ich hob sie auf und schlug sie. Als ich bemerkte, was ich getan hatte, musste ich die Leiche irgendwie wegschaffen. Ich fuhr den Mercedes ins Gehölz und warf die Schaufel weit fort. Dann schob ich den Wagen die Böschung hinunter. Man sollte glauben, dass es ein Unfall war. Ich lief zurück zum Haus, stieg in meinen Lieferwagen, aber in der Eile fuhr ich rückwärts in ein Haus, wobei mein Rücklicht kaputt ging. Die Stücke, die ich im Dunkeln sehen konnte, sammelte ich auf und raste davon. Dabei hätten Sie mich fast überfahren. Ja. Am nächsten Tag fuhr ich rüber zu Rockport Autozubehör und kaufte dort ein neues Rücklicht. Das wissen wir. Wir haben die Kopie der Rechnung. Tun Sie Ihre Pflicht, Floyd. Der Gute ist einfach durchgedreht, das ist alles. Verminderte Zurechnungsfähigkeit. Natürlich bin ich kein Anwalt, aber... Was ich denke, ist... Komm, Seth. Wir wissen alle, was du denkst. Das sagst du uns schon den ganzen Abend. Kevin, es gibt noch ein Stück von dem Schokoladenkuchen. Es wäre eine Schande, wenn wir ihn wegwerfen müssten. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr. Du hast keinen Hunger mehr, Kevin. Er wird nicht weggeworfen, das verspreche ich dir. Es ist spät, Jessica. Wir müssen jetzt gehen. Kevin hat Schule morgen und ich muss sehr früh zur Arbeit. Der alte Sklaventreiber wird sie weiter schinden, hm? Nein, Dr. Hazlitt. Owen hat mich befördert. Zum Vorarbeiter mit einer Gehaltserhöhung außerdem. Marla, das sind wunderbare Neuigkeiten. Ja, und mein Gehalt und was Kevin dazu verdient, wenn er beim Sheriff arbeitet. Was ist los? Er wäscht den Dienstwagen und darf manchmal im Garten arbeiten. Das geht aber nicht.
Es war mein Plan, dass der junge Mann bei mir aushilft. Mein alter Zaun muss gestrichen werden. Ach komm, Seth. Kevin ist ein gesunder junger Mann. Er erledigt bestimmt alle diese Arbeiten in seiner Freizeit. Nicht wahr, Kevin? Das ist doch klar, Mrs. Fletcher. Aber ich bekomme ihn zuerst. Büro Philip Royce? Nein, erst in einer Konferenz, Mr. Nesbitt. Können Sie einen Augenblick warten? Richtig. Er hat mir eine Nachricht für Sie gegeben, Mr. Nesbitt. Er empfiehlt, Sie sollten die Sheldonite-Optionen verkaufen und 1000 Edwater-Vorzugsaktien erstehen. Die Dividende ist schon morgen fällig und es empfiehlt sich zuzugreifen. Ja, ich sorge dafür, dass der Kaufauftakt sofort durchgeführt wird. Wiederhören. Hey Norma, wo ist unser Philipp heute Morgen? Beim Zahnarzt. Schon wieder? Was hat er, eine Wurzelbehandlung? Wollen Sie etwas Bestimmtes, Mr. Hooper? Ja, ich dachte, vielleicht wollen wir zusammen Mittagessen. Ach so, danke, Mr. Hooper, aber ich habe schon eine Verabredung mit meinem Verlobten. Erinnern Sie sich? Ich habe Ihnen das schon letzten Monat erzählt, als Sie mich zum Dinner einluden. Und letzten Dienstag. Und gestern. Norma, Mädchen, und wenn ich mich wiederhole, Sie verschwenden kostbare Zeit mit diesem Kerl. Er ist schlicht eine Nummer zu klein für Sie. Hier ist der Anschluss von Philip Royce. Tut mir leid, dass Sie mich im Augenblick nicht erreichen, aber Sie können gerne Ihre Nummer hinterlassen. Ich werde Sie so schnell wie möglich zurückrufen. Hallo, Mr. Royce. Ich bin's, Norma. Es ist 11:15 und es ist 11:15. Ich habe den Friseur bei mir verpasst. Transaktionen durchgeführt und vergessen Sie nicht, dass Sie mit Mrs. Fletcher im Schlaf sind. Philip, Darling. Wow. Ach, du, Candice. Ich dachte, du wolltest nach Hause. Darüber müssten wir uns mal unterhalten. Ich finde, du hast zwar mehr Platz hier, aber bei mir hat man den Blick über den Park und einen 24-stündigen Wachdienst. Oder sollten wir uns für eine andere Wohnung entscheiden? Worüber sprichst du eigentlich? Nun, wenn wir verheiratet sind, ich meine, wir brauchen dann nur eine Wohnung. Candice. Hör zu, es macht Spaß mit dir. Aber ich dachte, wir hätten uns geeinigt. Uns geeinigt? Mhm. Du hast verdammt recht, wir hatten uns geeinigt. Alle meine Freunde, mein Vater, er plant bereits die Gästeliste. Hör zu, meine Kleine. Ich habe schon in 2 Ehen völlig versagt. Deine Chance steht 0-3. Nein, ich bin einfach nicht dazu geschaffen und ich glaube nicht, dass du es bist. Was ist falsch daran, wenn alles so bleibt, wie es ist? Falsch! Ich sage dir, was falsch daran ist. Ich werde nämlich 36 im nächsten Monat. Candice, wir sollten uns seltener sehen. Seltener sehen? Loswerden willst du mich? Nein, das lasse ich ganz sicher nicht mit mir machen. Hallo? Mrs. Fletcher hat einen Termin mit Mr. Royce. Ach, herrje. Sagen Sie ihr, sie möchte kurz warten und schicken Sie sie dann zu mir, Carol. Danke.
Ja, ist Mr. Royce bei Ihnen im Fitnessclub? Hier ist seine Sekretärin. Würden Sie ihn bitte ausrufen? Ja, versuchen Sie es bei den Squashplätzen. Ja, sagen Sie ihm, seine Verabredung findet im Downtown-Club statt. Wenn Sie ihm das mitteilen würden, wenn Sie ihn gefunden haben. Danke. Sie müssen Norma sein. Mrs. Fletcher, wie schön, Sie persönlich kennenzulernen. Wir haben schon so oft telefoniert, dass ich das Gefühl habe, wir wären alte Freunde. Das freut mich wirklich. Bin ich zu früh? Nein, nein, er wurde etwas länger bei einem Termin aufgehalten. Er kommt direkt in den Club. Er hat mich gebeten, Sie dorthin zu bringen. Oh, wie schön. Mr. Royce hat Ihre Akte bereits angesehen, Mrs. Fletcher. Und gib ein paar Empfehlungen. Wir können Sie mitnehmen. Gut, ich wollte mich gerne über eine Aktie mit ihm unterhalten, die mir ein Freund in Cabot Cove empfohlen hat. Spruce Electronics. Spruce Electronics sind nicht schlecht. Sie haben sich nur etwas übernommen, was das bewegliche Kapital betrifft. Sie haben zu viel investiert. Aber Ihre Konkurrenz ist interessant. Nehmen wir zum Beispiel Lusonic. Die haben schon einen Fuß in der Tür bei HDTV. HDTV? Ja, High Definition Television. Ach so. Fernsehgeräte mit höchster Auflösung. In 5 Jahren werden alle solche besitzen. Lusonic ist der absolute Vorreiter. Und falls Sie es noch nicht wissen, ich habe heute... Ich meine, Mr. Royce hat heute Morgen ein paar Aktien für Sie erworben. Nun, das ist wunderbar, wenn Sie... wenn Mr. Royce das Gefühl hat, es wäre ein guter Kauf. Er verbringt sein ganzes Leben mit Recherchen. Und Konferenzen. Jedes Mal, wenn ich anrufe, ist er in einer Konferenz. Ganz sicher hetzt er von einem Termin zum anderen. Es ist ein Wunder, dass er noch Zeit findet, Golf zu spielen. Sollen wir gehen? Ja. Diese Schläger sind brandneu. Er hat sie gestern mitgebracht, um sie uns allen zu zeigen. Aha. Jessica. Oh. Jessica. Jerome, meine Güte, mit jedem Jahr, das vergeht, sehen Sie interessanter aus. Wie macht Sie das? Es wäre schön, wenn Sie uns öfter besuchen würden. So wie Sie sich um meine Investitionen kümmern, scheint das kaum nötig zu sein. Ja, Philipp macht seine Sache sehr gut. Ich kann mich ganz gewiss nicht beklagen. Besonders seit ihm Norma als Hilfe zur Seite steht. Es macht mich sehr froh, dass Sie das sagen. Wissen Sie, seit Philipps Vater starb, der nicht nur mein Partner, sondern mein bester Freund war, musste Philipp versuchen, in seine Fußstapfen zu treten. Candace! Da bist du ja. Jessica, kennen Sie meine Tochter? Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Hallo. Wir müssen uns unterhalten, Daddy. Ich wollte gerade gehen. Jetzt, Daddy. Stimmt etwas nicht, Candace? Ja, das kannst du wohl laut sagen. Also wirklich, Liebling. Du warst sehr unhöflich zu Mrs. Fletcher. Was hat dich aus der Fassung gebracht? Philip, wir hatten eine wirklich interessante Unterhaltung im Bett heute Morgen. Du hast dort übernachtet? Das klingt vielversprechend. Er hat nicht vor, mich zu heiraten. Das wird er tun. Natürlich wird er das. Hast du dich mit ihm gestritten? Nein. Ich habe getan, was du empfohlen hast. Ich habe jeden Trick versucht. Der Mann ist eine komplette Niete. Zufällig gehört ihm die Hälfte meiner Firma, junge Dame. Du gehst jetzt wieder zurück zu ihm und machst weiter. Niemals. Lieber sehe ich ihn tot. Entschuldigung. Sagen Sie, Sie müssen J.B. Fletcher sein. Das ist Sid Hooper aus unserem Büro. Wie geht es Ihnen, Mr. Hooper? Besser als den meisten, J.B. Ah, während sich meine Kollegen den Bauch vollschlagen, fahre ich nach oben, um für die Firma zu arbeiten. Oh ja, Sollerfüllung, so etwas in der Art. Sie haben es erfasst. Am besten rufen Sie mich an, wenn Sie etwas frischen Wind in die Spekulationen bringen wollen. Ich meine, Sid Hooper würde Ihnen niemals empfehlen, Geld in Illusionic-Aktien zu investieren. Die sind von gestern, J.B. Doch vielleicht hat Philipp ja einen heißen Tipp auf dem Golfplatz bekommen. Viel Spaß beim Essen. Bestellen Sie keinen Haifisch, der wird dort noch lebend serviert. Hey, Norma, wo warst du denn bloß? Es ist schon 10 Minuten oh, rüber. Oh, Schatz, das tut mir so leid. Ich habe es total vergessen. Soll das ein Witz sein? Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, in die City zu gelangen. Dieser Vormittag hat es in sich. Es ist ganz furchtbar, aber ich kann nicht mit dir essen gehen. Es ist geschäftlich. Ja, es ist immer geschäftlich. Es ist immer geschäftlich. Mrs. Fletcher, das ist Rudy. Rudy Bianco, mein Verlobter. Sehr erfreut, Rudy. Hi. Ihre Freundin ist etwas ganz Besonderes und ich glaube, es gibt eine einfache Lösung für ihr Problem. Wieso gehen Sie nicht beide zusammen essen und ich nehme mir ein Taxi und treffe mich mit Philipp? Mrs. Fletcher, das ist sehr nett von Ihnen, aber wissen Sie, es ist wirklich besser, wenn ich Sie begleite. Wir treffen uns um 19 Uhr, ja, Schatz? Ich koche Fettuccini alla Marinara.
Okay. Aber ich muss dir sagen, dieser Kerl nutzt dich schamlos aus. Und sag ihm, ich hab das gesagt. Vanetti kennt sie. Hey, Mrs. Fletcher, ich kann mir nicht erklären, was passiert ist. Vielleicht habe ich vergessen, Ihre Verabredung zum Lunch in Mr. Roys Terminkalender einzutragen. Es ist nicht weiter tragisch. Es war ein ausgesprochen unterhaltsames Essen. Ich bin jetzt sehr viel klüger, was Geldanlagen betrifft. So viel hätte ich bestimmt nie von Mr. Royce erfahren. Mhm. Oh, da ist Gordon Tully. Wissen Sie, das ist der, der letzten Monat die Global Airlines übernommen hat. Ah ja, der Aufsteiger des Monats. Mhm. Ich las einen Artikel über ihn. Wen sehe ich denn da? Ashcroft. Mr. Tully. Waren Sie verreist oder hat Ihre Sekretärin vergessen, Ihnen meinen Anruf mitzuteilen? Ich war beschäftigt. Sie können sich die 20 Cent sparen. Ich will Ihre Firma. Wie ist Ihre Preisvorstellung? Dann nehmen Ihre Leute Kontakt mit meinen auf. Er wird die Welt untergehen, als dass ich auf die Idee käme, an Sie zu verkaufen, Tully. Wissen Sie, was Ihr Problem ist, Ashcroft? Sie versuchen, Privatüberlegungen in das Geschäft einzubeziehen. Das ist ein großer Fehler. Es gibt gewisse Dinge, die mit Geld nicht zu kaufen sind. Und es gibt persönliche Interessen, die über materiellen Werten liegen. Und ich glaube, Sie sind noch nicht lange genug auf freiem Fuß, um zu begreifen, was ich meine. Jessica. Oh. Entschuldigen Sie, dass ich mich verspäte. Die Besprechung dauerte ewig. Sie sehen fabelhaft aus. Vielen Dank. Erstaunlich, Philipp. Sie werden Ihrem Vater immer ähnlicher. Ja, das höre ich jetzt ständig. Also hat Norma sich bisher gut um Sie gekümmert? Norma ist ein absolutes Juwel, aber das wissen Sie ja besser als ich. Ja, das ist richtig. Ich hoffe, Sie haben schon bestellt. Um ehrlich zu sein, wir haben schon gegessen. Gut. Kann man hier nicht fantastisch speisen? Wunderbar. Ich schlage Ihnen etwas vor, Jessica. Ich möchte Sie zum Abendessen einladen. Oh, das tut mir leid, Philipp. Ich habe heute Abend schon was vor. Dann frühstücken wir morgen. Ich kann Sie nicht sehr gut nach New Hampshire entwischen lassen, ohne mit Ihnen die Wertpapiere durchgegangen Wissen zu sein. Sie, ich würde mich gern heute Nachmittag mit Ihnen hinsetzen, aber ich habe einen Termin mit ein paar Leuten im Sportcenter. Norma, rufen Sie bitte Buddy Black an und bestätigen Sie ihm unsere Golfverabredung morgen. Frühstücken wir also zusammen? Es gibt da ein entzückendes kleines Café gleich um die Ecke bei mir. Sie servieren Croissants, die ganz frisch eingeflogen werden. Was sagen Sie dazu? Nein, ich habe mich wirklich schon mit meinem Neffen verabredet. Ich würde Sie furchtbar gern mit einer neuen Aktie bekannt machen, die auf dem Markt ist. Steigen Sie ein, noch sind Sie günstig. Es sind die Spruce Electronics. Aber andererseits wäre es wohl ausgesprochen wichtig, dass wir uns mal unterhalten. Also gehen wir frühstücken. Wir hatten uns doch abgesprochen, Mann. Ich bin von dem Ergebnis enttäuscht. Hey, ich habe ihm letzte Woche 11 Riesen abgenommen, Mr. Tully. Die Verhandlungen gehen im Moment in eine heikle Richtung. Ich möchte, dass Sie weiter Druck auf ihn ausüben. Ich weiß nicht, mit wie viel mehr ich noch durchkomme, Mr. Tully. Gehen Sie härter ran, Buddy. Verstärken Sie den Druck. Verzeihen Sie, wohnt hier nicht Mr. Philip Royce? Wer sind Sie, Lady? Mein Name ist Jessica Fletcher. Ich war heute Morgen zum Frühstück mit Mr. Royce verabredet. Mr. Royce wird nicht mehr frühstücken. Weder heute noch morgen. Jemand hat ihm den Schädel eingeschlagen. Mit einem Golfschläger. Also, wie viel haben Sie verloren? Ich habe Sie nicht verstanden. Sie sagten, der Verstorbene wäre Ihr Vermögensberater. Nun, in der Tat hat seine Firma mich stets sehr gut beraten. Ah ja, da können Sie sich glücklich schätzen, Mrs. Fletcher. Ich habe mich mal von einem Anlageberater zu einer gewagten Spekulation überreden lassen. Ich investierte die meisten meiner Ersparnisse in Aktien mit aufsteigender Tendenz. Und bevor ich sie abstoßen konnte, war ich 500 Mäuse los. Das sind alles Betrüger.
Diese ausgefuchsten Börsenhaie haben nichts anderes im Sinn, als uns auszunehmen. Hey, Eddie, in der Küche steht ein Glas mit Lippenstiftspuren. Sorgt dafür, dass man es mitnimmt und überprüft. Verzeihen Sie, Lieutenant, aber haben Sie eine Vorstellung, wie das passieren konnte? Wir sind dazu da, um das herauszufinden, Ma'am. Es geschah meiner Meinung nach sehr spät letzte Nacht. Die Zugehfrau fand ihn heute Morgen. Wie ich erwähnte, schlug ihm jemand den Golfschläger auf den Kopf. Ironie des Schicksals. Ich hörte gestern, dass er heute früh mit jemandem Golf spielen wollte. Ist das so? Hörten Sie auch einen Namen? Den einzigen Namen, den ich behalten habe, war ein Buddy Black. Aber seine Sekretärin wird das wissen. Sehen Sie, Lieutenant, fand ich hinter dem Sofa. Lippenstift am Glas? Oh, eine Baskenmütze hinter dem Sofa? Das riecht nach Cherchez la Femme, nicht wahr? Das ist doch wohl nicht Ihre, meine Dame. Oh nein, nein. Aber Sie erkennen sie schon, richtig? Solche Mützen trägt man doch überall in New York City. Wem gehört sie? Tod? Warum sollte jemand Mr. Royce umbringen wollen? Genau das ist es, was ich herausfinden werde. Sie wollen mir doch bestimmt darüber etwas erzählen. Mr. Royce hat nach der Arbeit noch bei mir zu Hause angerufen. Er hatte seinen Aktenkoffer vergessen. Ich habe ihn hingebracht. Ich muss sie dort vergessen haben. Norma war immer eine gewissenhafte Sekretärin, Lieutenant Moynihan. Dafür verbürge ich mich. Diese Mütze fanden wir hinter dem Sofa. Miss Pulaski, wie weit ging Ihre Gewissenhaftigkeit? Lieutenant, ich bin eine verlobte Frau. Lieutenant, ist Ihnen aufgefallen, dass da eine Telefonnummer auf dem Notizblock steht? Ja. Ja, ist das seine Handschrift oder Ihre? Seine. Aber ich kann nicht sagen, wessen Nummer das ist. Sie stand noch nicht da, als ich gestern fortging. Vielleicht ist es die Nummer von seinem Golfpartner, vielleicht von diesem Buddy Black? Das werden wir gleich haben. Man hat mir das von Philip erzählt. Wie schrecklich. Ja, Ian? Würden Sie Mr. Gordon Tully bestellen, dass Lieutenant Moynihan ihn zu sprechen wünscht? Er soll mich in Manhattan South anrufen. Gordon Tully? Der alte Phil hat sich mit gefährlichen Leuten abgegeben. Der sogenannte Tully, ist er Golfspieler? Von dem, was ich gelesen habe, ist Mr. Tully in größere Spiele verwickelt. Ich wusste nicht einmal, dass Sie Bekannte waren. Norma, das mit Philip tut mir wirklich leid. Aber ich möchte, dass Sie wissen, dass ich Wilma in die Wüste schicke, damit Sie an meinem Schreibtisch sitzen. Ich sehe, dass Sie ein gutes Herz haben. Oh ja, und Ashcroft übergibt mir ab sofort Philips Kunden. Also brauche ich den Zugriffcode und die Kundendatei dazu. Okay, wenn Mr. Ashcroft das angeordnet hat... Schön, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Eine reiche Ernte wird Sie erwarten, wenn Sie noch einige Tage geduldig sind. Hier ist der Code. Und diese Kaufaufträge kamen heute Morgen... Darf ich vielleicht einen Augenblick mal stören, aber ich muss in dem Mordfall leider Ermittlungen anstellen. Also, als Sie gestern die Wohnung des Opfers verließen, fiel Ihnen da irgendetwas auf? Nein, nein. Ich habe sonst nichts gesehen. Mir ist nichts weiter aufgefallen. Halten Sie sich zu unserer Verfügung, Miss Pulaski. Vielleicht möchte ich noch einiges erfahren. Ein furchtbarer Schock, Jessica. Ja, ich weiß, dass Sie und Philip sich sehr nahe standen. Wenigstens muss Philips armer Vater das nicht mehr miterleben. Sein einziger Sohn wird von einem gemeinen Einbrecher umgebracht. Wir haben keinerlei Hinweis auf einen Einbruch, Mr. Ashcroft. Ich vermute eher, es war jemand, den er kannte. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen, Sir? Ich sah ihn zum letzten Mal im Club, zur Lunchzeit. Gestern und erst nach dem Mittagessen nicht mehr ins Büro zurückgekehrt? Nein, soviel ich weiß, hatte er noch verschiedene Termine. Könnte er später zurückgekommen sein, nachdem Sie schon fort waren, Jerome? Nein, das kann nicht sein. Ich habe hier in meinem Büro bis Mitternacht gearbeitet. Bestimmt hätte ich ihn gesehen, wäre er zurück. Ich möchte eine Liste von all den Leuten, die in den letzten Monaten durch Mr. Royce viel Geld verloren haben. Viel verloren? Ja, theoretisch könnte es doch sein, dass ein betrogener Klient es ihm heimzahlen wollte. Ich fürchte, Lieutenant Moynihans persönliche Erfahrungen an der Börse machten aus ihm einen Skeptiker. Wir gelten als die älteste und erfahrenste Firma an der Wall Street. Und wir veranlassen selbstverständlich eine Überprüfung, hausintern, wann immer ein Börsenmakler uns verlässt. Entschuldigen Sie, wenn ich störe, Mr. A. Was gibt es, Hubert? Mit diesen Kaufaufträgen, die Norma mir vor ein paar Minuten gegeben hat, stimmt etwas nicht. Man hat sie auf heute datiert. 10, 12 Stunden nach dem Tod von Mr. Royce. Ich muss noch mal mit dieser Sekretärin reden. Also, was haben Sie getan? Haben Sie versucht, irgendwelche Vorgänge an den Konten zu manipulieren? Nein! Mr. Royce ließ mich in seinem Namen unterschreiben. Er war sehr oft nicht da und auf eine Order musste man schnell reagieren. Das ist einleuchtend, Lieutenant. Mr. Royce war offenbar sehr viel unterwegs und deswegen selten im Büro.
Der Eindruck, den ich gewonnen habe, ist, dass es eigentlich Norma war, die den Laden schmiss, und das sehr erfolgreich. Sie hat mir immer sehr viel wertvollere Tipps gegeben, als Mr. Royce es jemals tat. Bei Ashcroft und Royce sind Sekretärinnen zuständig für Telefonate, nehmen Nachrichten entgegen und machen Kaffee. Sie geben keine finanziellen Ratschläge, können nicht selbstständig kaufen und dürfen erst recht nicht für den Chef unterzeichnen. Nun, andererseits habe ich für meinen Teil den Eindruck gewonnen, dass... Ich muss Ihnen wirklich sagen, Miss Pulaski, Sie haben das Vertrauen missbraucht, das wir in Sie gesetzt haben. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihren Schreibtisch sofort räumen würden. Entschuldigen Sie mich. Rudy hat ganz recht. Es ist ein weiter Weg von der Vorstadt zur Wall Street. Norma, verkaufen Sie sich nicht unter Wert. Vielleicht haben Sie recht, Mrs. Fletcher. Ich meine, es ist ja nur ein Job, richtig? Ich bin nur so fassungslos wegen Mr. Royce. Nun mal zu gestern. Ich habe das Gefühl, Sie hätten dem Lieutenant Moynihan nicht alles mitgeteilt. Es gab sonst nichts zu sagen. Sind Sie sicher? Vielleicht fällt Ihnen doch noch etwas ein. Nichts, was Lieutenant Moynihan etwas angeht, ist gestern Abend passiert, Mrs. Fletcher. Nicht so schnell, Miss Pulaski. Was ist los, Jerome? Ich sage Ihnen, was los ist. Der Buchhalter hat angerufen. Es fehlen fast 2 Millionen von Philips Kunden. Miss Pulaski, Sie und ich werden uns in meinem Büro ein wenig unterhalten. Es betrifft den Mord an Philip Royce. Mr. Tully empfängt niemanden ohne Voranmeldung. Ja, natürlich. Wäre es möglich, ihm eine Nachricht zu übermitteln? Sie ist streng vertraulich. Der Name ist also... Jessica Fletcher. Ich habe interessante Informationen über Mr. Tullys Beziehung zu dem kürzlich verstorbenen Philip Royce. Und ich muss darüber mit ihm sprechen, bevor ich zur Polizei gehe. Ich kann warten. London, Hongkong, Genf. Sie sollen nicht erfahren, woher es kommt. Der Yen verliert, die Kurse fallen. Benachrichtigen Sie mich, wenn er auf dem Stand von 134 ist. Kenne ich Sie, Mrs. Fletcher? Wir kennen uns bisher nicht, Mr. Tully. Ich war Klientin von Philip Royce und ich bin eine Bekannte von Jerome Ashcroft. Über welche Informationen wollen Sie mit mir sprechen? Ich habe gehört, Sie wären am Kauf von Ashcroft und Royce interessiert. Das ist keine Information, nicht mal eine Neuigkeit. Ja, nun, Ihre Telefonnummer war das Letzte, was Philip Royce auf seinem Notizblock notierte, bevor er starb. Ich habe das schon Lieutenant Moynihan erklärt. Royce rief mich an. Meinen Aufzeichnungen zufolge war es gegen 8 Uhr abends. Es war rein geschäftlich. Geschäftlich? Es war geschäftlich, Miss Fletcher. Ich habe in meinem Büro den ganzen Abend und die halbe Nacht mit Japan telefoniert. Mein Assistent kann Ihnen das bestätigen, ebenso die Aufzeichnungen der Telefongesellschaft. Und jetzt tut es mir sehr leid, aber Sie haben einen sehr, sehr schlechten Tag gewählt. Wenn es sonst nichts Wichtiges zu besprechen gibt, auf Wiedersehen, Mrs. Fletcher. Lieutenant Moynihan, Manhattan South. Ist Ihnen etwas Merkwürdiges vorgestern Nacht hier aufgefallen? Merkwürdiges? In dieser Stadt? Das ist doch wohl ein Witz. Letzte Woche führte ein Mann einen Hund in einem Spitzenkleid aus. Der Mann trug kein Spitzenkleid? Das wäre doch nichts Besonderes. Der Hund trug das Spitzenkleid. Zwischen 8 und Mitternacht haben Sie etwas gesehen? Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Nichts. Bis auf den Brotlieferant. Brotlieferant? Ja. Ich meine, wer sollte in einer Gegend wie dieser hier so viel Brot brauchen? Sie wissen, was ich meine. Wie dem auch sei, es war ungefähr 9 Uhr. Ich weiß das noch, weil dieser Kerl wie wild aus der Tür stürzt, als würde er gejagt, in seinen Lieferwagen springt und davon rast. Konnten Sie in der Dunkelheit noch etwas sehen? Das Kennzeichen vielleicht? Hey, wie sehe ich aus? Wie Cagney und Lacey? Warten Sie mal, ja. Auf dem Wagen war etwas aufgedruckt. Biancos Backwaren. Hören Sie zu, Väterchen. Meine Verlobte hat nichts zu tun mit dem Tod dieses Kerls. Schön langsam, ja, schön langsam. Norma Pulaski ist also Ihre Verlobte. Ja, und Sie haben es hier mit Rudy Bianco zu tun.
Wenn ich mit Ihnen fertig bin, können Sie wieder Strafzettel in Staten Island verteilen, weil ich Sie wegen unzulässiger Festnahme verklagen werde. Ja, gut, es gibt mehrere, die das wollen. Rudi, sieh dir das an. Es hat schon wieder jemand Müll in den Mehlbehälter geworfen. Schon gut, Gino, das gehört mir. Und was hat sowas bitte im Mehl zu suchen? Darf ich mal sehen? Mal sehen, was wir hier haben. Oh, das ist ein Ding. Das müssen 20 oder 30 Riesen sein. Wie kommt ein Mann wie Sie an einen derartigen Stapel Geld? Durch eine Pferdewette in Belmont. Dort wird alles genau registriert. Fällt Ihnen noch ein Pfund ein? Okay, ich hab's jetzt. Oh, da bin ich gespannt. Ja, aber das ist die Wahrheit. Jemand hat meinen Wagen aufgebrochen. Er war auf dem Parkplatz unten abgestellt. Ich fand diesen Umschlag unter dem Vordersitz heute Morgen. Halten Sie uns etwa für dumm, oder was? Denken Sie, wir wissen nicht, dass Ihre Freundin ein paar Millionen Dollar verschwinden ließ? Was erzählen Sie da? Das, was Sie gerade gehört haben. Wir wissen mit Sicherheit, dass Ihr Lieferwagen am Tatort parkte. Ich habe einen Zeugen, der Sie bei einer Gegenüberstellung erkennen wird. Rudi Bianco? Ich verhafte Sie wegen Mordverdachts und wegen Komplizenschaft bei schwerer Unterschlagung. Oh, Lieutenant, Sie wollte ich gerade besuchen. Das passt mir im Moment leider überhaupt nicht. Ja, aber es wird bestimmt nicht lange dauern. Es geht um Gordon Tully. Ich bin zu ihm. Ja, sehr schön. Doch vergessen Sie Gordon Tully, weil ich diesen Fall bereits aufgeklärt habe. Wenn ich Miss Pulaski mit ihrem Komplizen konfrontiere, wird sie zusammenfallen wie eine nasse Pappschachtel. Kommen Sie gerne mit. Nein, ich habe ihn nicht ermordet. Und Rudi auch nicht. Und wir haben kein Geld gestohlen. Es gibt kein Gericht in New York, das Ihnen diese Story abnehmen wird. Aber Sie haben den beiden keine Chance gegeben, Ihre Story zu erzählen. Es gibt ja vielleicht eine plausible Erklärung. Na gut, na schön. Ich höre. Fahren Sie fort. Wie ich Ihnen schon sagte, rief mich Mr. Royce gestern Abend zu Hause an. Er hatte seinen Aktenkoffer im Club in der City vergessen und er wollte, dass ich ihn abhole und zu ihm bringe. Er vergaß seinen Aktenkoffer ständig irgendwo, also rief ich Rudi an und hinterließ ihm eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter. Ich erklärte ihm, was ich tun müsste und sagte, ich würde ihn später sehen. Ich fuhr los, um den Aktenkoffer zu holen und brachte ihn in die Wohnung von Mr. Royce. Es war ungefähr 9 Uhr. Es dauerte eine Weile, bis er die Tür aufmachte, denn er hatte gerade eine Dusche genommen. Ich wollte ihm nur den Aktenkoffer geben, doch er fragte mich, ob ich gerne einen Drink hätte. Vielleicht wollte er sich bei mir bedanken. Ich wollte aber gleich wieder gehen und legte den Koffer neben der Bar ab. Als er mir ein Glas in die Hand drückte, hämmerte es gegen die Tür. Es war Rudi. Sie müssen verstehen, Rudi ist Italiener und er war schon immer misstrauisch, dass ich so viele Überstunden machte. Er hat wohl einen falschen Eindruck von mir und Mr. Royce gewonnen und machte ihm eine Szene. Ich hatte Angst, dass er eine Schlägerei beginnen wollte und warf mich zwischen beide. Dabei muss ich meine Mütze verloren haben. Endlich konnte ich dann Rudi zur Tür schaffen. Das war mir ganz schrecklich peinlich. Rudi war noch auf 180 und fuhr wütend davon. Bei mir zu Hause heulte ich mich erstmal tüchtig aus. Also war Philipp noch am Leben, als Sie die Wohnung verließen. Ich sagte es schon, kein Gericht wird Ihnen das abkaufen. Wir untersuchten die Fingerabdrücke an dem Glas. Es sind Ihre, Miss Pulaski. Ich sagte Ihnen, er bot mir einen Drink an. Es war sicher so. Ihr Verlobter hier, er kommt herein, er findet Sie und das Opfer im Bett. Er schnappt sich einen Golfschläger und wham! Aber Mr. Royce lag vollständig bekleidet im Wohnzimmer. Um die Unterschlagung zu vertuschen, haben sie ihn zusammen umgebracht. Hören Sie, er erzählt mir, er hätte 25 Riesen gefunden. Für wie dumm halten Sie mich eigentlich, was? Lieutenant, ich bin der letzte Mensch auf der Welt, der Kritik üben möchte. Mrs. Fletcher, es macht mich mehr als glücklich, jede Frage zu beantworten, die Sie eventuell haben, aber später. Doch, jetzt ist es nötig, dass ich eine Unterhaltung mit dem Richter führe über bestimmte Verfügungen, so dass ich den Versuch unternehmen kann, herauszufinden, wo Sie wohl den Rest des Geldes versteckten. Entschuldigen Sie. Kommen Sie. Na komm schon, mach schon. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, Biffy. Beeil dich doch. Ach, da sind Sie ja, Miss Ashcroft. Ich bin froh, dass ich Sie eingeholt habe. Mrs. Fletcher, woher wussten Sie, dass ich hier bin? Ich wollte Sie zu Hause aufsuchen. Doch Ihr Pförtner sagte mir, dass Sie mit dem Hund unterwegs sind.
Da bin ich einfach losgegangen. Ja, aber ich bin leider in Eile, Mrs. Fletcher. Ich muss noch in ein Kaufhaus gehen und mir ein paar schwarze Sachen für Philipps Beerdigung besorgen. Oh ja, was für eine Tragödie. Sie hat es ja ganz besonders getroffen, da sie ihren Verlobten verloren. Aber natürlich können Sie einen gewissen Trost darin finden, die Letzte gewesen zu sein, die ihn lebend sah. Bis auf den Mörder, selbstverständlich. Wie meinen Sie das? Oh, Norma erwähnte, dass Philipp unter der Dusche stand. Und dann nahm ich einfach an, dass er vorhatte, auszugehen. Und da ist es doch vollkommen klar oder ganz natürlich, dass er etwas mit Ihnen vorhatte. Nein, ich habe Philipp an dem Abend gar nicht gesehen. Falls es Sie interessiert, wir hatten unsere Verlobung an dem Tag vorher gelöst. Oh, das ist schmerzlich für Sie. Sie meinen, Sie hätten sich gestritten. Und nun ist er tot. Oh, wie traurig. Nein, es war gar kein Streit. Es war so, wir haben uns freundschaftlich getrennt. Philipp war einfach kein Mann zum Heiraten. Vielmehr verbrachte er mehr Zeit auf dem Golfplatz mit seinem Freund, diesem Buddy Black, als mit mir. Buddy Black? Ich habe ihn selbst nie kennengelernt, aber er ist ständig in Philipps Golfclub. Meine liebe Mrs. Fletcher, ich muss Sie jetzt leider verlassen. Ja, dann halten Sie die Ohren steif, wie man so sagt. Das Leben geht weiter. Also Royce und seine Freundin gaben auf. Das passiert. Trotzdem könnte sie den Golfschläger benutzt haben. Sie hat es doch nicht getan. Aber ich habe so eine Ahnung, dass es noch jemanden geben muss, der zu Philipp in die Wohnung kam. Norma Polaski und ihr Pizzabäcker besuchten ihn. Daran gibt es nichts zu rütteln. Nun, es gibt sicher noch ein paar Löcher mehr im Käse. Zum Beispiel? Dass ein anderer das Geld in Rudis Lieferwagen deponiert hat. Und wenn sie fast 2 Millionen Dollar unterschlugen... Wieso haben Sie nur 25.000 gefunden? Das beschäftigt mich ja noch. Ich habe bereits eine richterliche Verfügung, das Bankgeheimnis aufzuheben. Ich hoffe, Sie haben das Geld nicht verloren oder es an der Börse verspielt. Wie diese lausigen Aktien, die ich hatte, Lusonic. Lusonic? Ich hatte mehrere Lusonic-Aktien. Oh, Mrs. Fletcher, das tut mir leid, das zu hören. Wissen Sie... Sprechen Sie nicht weiter. Mir ist gerade etwas sehr Wichtiges eingefallen. Richten Sie sich neu ein, Mr. Hooper? Ja, Mrs. Fletcher. Ich fühle mich schon fast wie zu Hause. Es wäre doch schade, ein so schönes Büro ungenutzt zu lassen. Ich stelle mir vor, dass Sie auch Philipps Konten nicht ungenutzt lassen. Sie haben es erfasst, JB. Der alte Sid Hooper wird sich Ihrer Wertpapiere annehmen, damit Sie einen Riesensatz nach vorn machen, bevor Sie ausrufen, Dividendenausschüttung. Das freut mich zu hören. Wissen Sie noch, was Sie mir vor kurzem unten am Eingang erzählten? Sie meinten, die Lusonics wären eine Niete. Richtig, Lusonic ist eine Aktie, die völlig veraltet ist. Meine Frage ist, woher wussten Sie, dass ich in Lusonic investiert hatte? Ganz einfach. Ich sah in Philipps Computer nach. Ich habe Zugriff zu seinem Computer, seitdem ich mich um Philipps Konten kümmere. Norma hat aber diese Lusonic-Aktien erst an dem Morgen gekauft. Und kurz darauf wussten Sie bereits von dem Erwerb. Philipp muss es erwähnt haben. Philipp war nicht im Büro an diesem Tag. Es gab nur einen Weg, auf dem Sie davon erfahren konnten. Und der war, dass Sie über Philipps Zugriffscode verfügten und über seine Transaktionen Bescheid wussten. Und manipulierten vielleicht einige seiner Anlagen? Nein, was soll das? Das ist doch verrückt. Haben Sie und Ihre Leute nicht Norma und Ihren Freund verhaftet? Ich meine, deswegen haben Sie ihn doch ermordet, um zu vertuschen, dass Sie Geld auf die Seite gebracht haben. Was Mrs. Fletcher sagt, leuchtet mir ausgesprochen ein. Und deshalb habe ich hier eine gerichtliche Verfügung, einzelne Konten zu überprüfen. Wieso begleiten Sie mich nicht aufs Revier? Es gibt sicher eine Menge zu besprechen. Also schön. Bis jetzt wissen wir, dass Sie 25.000 Dollar von Ihrem persönlichen Konto abgehoben haben am Tag nach Mr. Royce' Ermordung. Wir wissen ebenfalls, dass Sie ein Nummernkonto auf den Cayman-Inseln besitzen. Sehen Sie, ich wusste schon immer, dass eine Sekretärin und Ihr Freund nie das Format hätten, um einen Betrug perfekt durchzuziehen. Es gehörte so ein gerne groß wie Sie dazu. Mich freut es, dass Norma und Rudy die Gewissheit hatten, dass Sie wenigstens immer von Ihrer Unschuld überzeugt waren. Jetzt warten Sie mal eine Sekunde. Was war wirklich los? Mr. Royce fand alles heraus und Sie mussten ihn umbringen, stimmt's? Ihn umbringen? Völliger Quatsch. Hören Sie, ich habe mir etwas von Philipps Konto geborgt, das ist alles. Dann hatten Sie also den Zugriffscode. Sein Zugriffscode war seine Zulassungsnummer. Man musste kein Genie sein, um darauf zu kommen. Sehen Sie, ich wusste, dass Norma sämtliche Unterlagen besaß. Philipp war ein Playboy, der von seinem Vater nie etwas gelernt hatte. Hey, ich wollte ihm alles wiedergeben. Natürlich. Das wissen wir doch alle ganz genau. Mr. Hooper durfte nicht im Besitz des Zugriffcodes sein. Deswegen war völlig sicher, dass der Verdacht auf Norma fiel. Indem er einen Betrag in Rudys Wagen deponierte, klappte es fast. Detective Moynihan, ich gehe davon aus, Sie entlassen jetzt Norma und Rudy. Gerne.
Ich muss nur noch versuchen, dieses Finanzgenie zu entlarven. Oh, Lieutenant. Miss Pulaski und ihr Verlobter werden jede Sekunde kommen. Das ist wundervoll. Aber wissen Sie, es gibt immer noch gewisse lose Enden. Lose Enden? Was für lose Enden? Ich weiß nicht, ob ich schon darauf eingehen soll. Ich glaube, dass Gordon Tully irgendeine Rolle hat. Mrs. Fletcher, wir haben unseren Killer. Ich habe Gordon Tully überprüfen lassen. Er hat ein Alibi. Er hat mit Japan telefoniert. Die Telefongesellschaft bestätigt das. Ja, aber die Aufzeichnungen zeigen nicht, wer am Telefon gesprochen hat. Genau, aber ich muss mehr Informationen haben, wenn ich mich mit so einem Kaliber wie Gordon Tully anlegen will. Entschuldigen Sie mich, ja? Oh, Mrs. Fletcher, ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken kann. Wann immer Sie Backwaren brauchen, lassen Sie es mich wissen. Brötchen, Brot. Danke sehr, Rudi, das ist wirklich nett von Ihnen. Aber es gibt etwas, das ich Sie fragen möchte, Norma. Was wissen Sie über Buddy Black? Ich habe ihn nie kennengelernt. Aber ich glaube, dass er mit Golf sein Geld verdient. Mr. Royce verlor immer, wenn sie spielten. Normalerweise kümmerte sich Mr. Royce immer selbst um sein privates Konto. Aber eines Tages fand ich einen Stapel stornierter Schecks in seinem Aktenkoffer. Ausgestellt auf Buddy Black. Über 50.000 Dollar und mehr. Und das alles nur in einem Monat. Grundgütige. Mr. Black? Ich gebe keine Stunden mehr, Lady. Ich bin nicht an Golfstunden interessiert, Mr. Black. Obwohl ich gehört habe, Sie seien sehr gut. Was kann ich dann für Sie tun, Mrs. Fletcher, Jessica Fletcher. Ich glaube, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, Gordon Tully. Ein Freund von Gordon ist ein Freund von mir. Suchen Sie und Ihr Mann nach einem Bürgen, um in den Club aufgenommen zu werden? Darum geht es nicht. Es geht um Folgendes. Ich ermittle in, ganz inoffiziell verstehen Sie, in dem mysteriösen Todesfall von Philip Royce. Ihr Name tauchte in diesem Zusammenhang auch auf. Wieso wurde mein Name erwähnt? Wahrscheinlich im Zusammenhang mit Erpressung. Mit Erpressung? Die Polizei überprüft sehr sorgfältig die finanzielle Lage von Mr. Royce. Und da sind etliche gesperrte Schecks auf Sie ausgestellt. Ja, Philipp stellte mir ein paar Schecks aus. Das war keine Erpressung. Ich habe das Geld beim Spiel gewonnen, beim Golf. Diese Version vermittelte mir Mr. Tully nicht. Und auch nicht Lieutenant Moynihan. Was in aller Welt hat Tully Ihnen erzählt? Ich fürchte, ich bin nicht befugt, das mit Ihnen zu diskutieren, Mr. Black. Doch ist es allgemein bekannt, dass Mr. Tully an der Firma von Mr. Royce interessiert war. Und ich hörte, dass die Polizei das Alibi von Mr. Tully für die Mordzeit überprüft. Tatsächlich? Dadurch wurde wahrscheinlich Erpressung ins Spiel gebracht. Besonders aus dem Blickwinkel, dass er mit einem Golfschläger ermordet wurde. Hören Sie, ich habe nichts mit dem Mord an Philip zu tun. Vielleicht hatte Tully die Idee, Phil könnte ein paar Dollar beim Golfspielen locker machen. Ich fürchte, es waren mehr als nur ein paar Dollar. Hey, das war Tullys Idee, nicht meine. Aber Sie nahmen das Geld. Ich weiß nicht, wer was bezweckt oder was Sie bezwecken, Lady. Aber wenn Tully Ihnen erzählt, ich hätte Philip Royce erpresst, dann lügt er, um von sich selbst abzulenken. Mr. Tully kann Sie im Augenblick nicht empfangen. Er hat eine Verabredung zum Mittagessen. Er ist bereits spät dran. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, versuchen Sie es trotzdem. Oh, Mr. Tully, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Ich wollte gerne mit Ihnen über Buddy Black reden. Ich habe es ziemlich eilig, Mrs. Fletcher, aber Sie können gerne mit mir hinunterfahren. Oh, danke. Am besten, Sie kommen gleich zum Punkt. Der Fahrstuhl ist schnell. Ich bin wirklich neugierig, was Sie Lieutenant Moynihan erzählen werden, wenn er herausbekommt, dass Sie ein Arrangement mit einem professionellen Golfspieler trafen, um Mr. Royce um eine beträchtliche Summe Geld zu erleichtern. Wieso sollte ich so etwas tun, vorausgesetzt natürlich, es wäre wahr? Um ihn weich zu klopfen, sodass er an Sie verkauft. Philip war wie ein Baby, er hätte nur so viel einsetzen dürfen, wie er sich leisten konnte, zu verlieren. Aber Sie wollen mir wohl unterstellen, dass ich etwas mit seinem Tod zu tun hätte. Ich will ganz ehrlich sein, Mrs. Fletcher. Philip Royce war lebendig wertvoller für mich als tot. Wertvoller für Sie? Royce hatte sich einverstanden erklärt, mir seine Anteile zu verkaufen. Wir wollten am nächsten Tag das Geschäft perfekt machen. Aber jemand brachte ihn um, eine unvorhergesehene Wendung. Nun bin ich gezwungen, eine andere Firma zu kaufen. Haben Sie einen guten Tag, Mrs. Fletcher. Hier ist es nicht so elegant wie im Downtown Club, aber das Essen ist fantastisch. Ich finde es wirklich sehr gemütlich. Sie kaufen Ihr Brot immer bei mir. 6 Dutzend Brötchen jeden Tag. Ich habe schon zu Norma gesagt, jetzt, wo sie nicht mehr in der Wall Street arbeitet, könnte ich sie in der Bäckerei gebrauchen. Rudi, nur weil sie einen Job verloren hat, bedeutet das noch nicht, dass sie mit der Wall Street fertig wäre. Ich meine, Sie wären überrascht, wie clever Norma in finanziellen Dingen ist. Die Arbeitszeit ist in der Bäckerei besser. Norma, Mr. Tully erzählte mir etwas Merkwürdiges.
Er sagte, dass Philipp vorhatte, die Hälfte der Firma zu verkaufen. Das mag vieles erklären. Was erklären? Was er in seinem Aktenkoffer hatte. Ich hätte wohl nicht reinsehen sollen. Aber Mr. Royce lief immer mit wichtigen Papieren davon, die ich dringend im Büro benötigte. Norma, was genau hatte er in seinem Aktenkoffer? Ein Haufen von Ashcroft und Royce-Aktien. Wenn er an Mr. Tully verkaufen wollte, erklärt das, warum er sie unbedingt brauchte. Es tut mir wirklich furchtbar leid, aber es ist mir doch nicht möglich, mit Ihnen Mittag zu essen. Ich muss Lieutenant Moynihan suchen. Ich rufe Sie an. Ich bin nur vorbeigekommen, um Sie wissen zu lassen, dass wir das Geld aufgespürt haben, das Mr. Hooper veruntreut hatte. Alles? Das ist doch wunderbar. Ja, er hatte es auf seinem Investmentkonto auf den Cayman-Inseln gehortet. Das Beste von allem ist, dass Hooper tatsächlich ein paar hundert Riesen Profit mit dem Geld gemacht hat. Das ist doch ein Ding. Ich würde gerne wissen, Jerome, was Sie nun eigentlich mit Norma vorhaben. Norma? Norma. Ach so, ja, natürlich stellen wir sie wieder ein. Genau genommen habe ich beschlossen, sie als Börsenmaklerin auszubilden. Ich nehme an, das bedeutet, dass nicht verkauft wird an Gordon Tully. Tully etwas verkaufen? Nur über meine Leiche. Das dachte ich. Sie haben Ihre ganzen Anteile sicher verschlossen in Ihrem Bürosafe? Ja, allerdings, Jessica. Selbst Philipps Anteile? Ja. Er hat sie mir gegeben, um sie sicher aufzubewahren. Ich bin nur neugierig. Was passiert denn mit Mr. Royce Anteilen jetzt? Wir hatten einen gemeinsamen Vertrag. Im Todesfall erhält der überlebende Partner die Kaufoption über die verbleibenden Anteile zum Buchungswert. Buchungswert? Nun, das ist eine übliche Geschäftspraxis wegen steuerlicher Konsequenzen. Es würde mich freuen, Ihnen diesbezügliche Fragen zu beantworten, Lieutenant. Ich habe eine Frage, Jerome. Haben Sie es von vornherein geplant? Oder geschah es im Affekt? Als Sie Ihren Partner umbrachten. Ich nehme an, der Golfschläger deutet auf Affekt. Ich denke, es war kein vorsätzlicher Mord. Philipp ermorden? Jessica, das muss doch wohl ein schlechter Witz sein. So traurig es ist, ich scherze nicht, Jerome. Sie haben wohl das Gespräch mitgehört, das Philipp mit Mr. Tully führte. Sie haben mir erzählt, dass Sie an dem Abend noch lange gearbeitet hätten. Ja, das habe ich. Aber ich sagte Ihnen auch, dass Philipp nicht mehr ins Büro zurückgekommen ist. Ja, das sagten Sie. Aber Philipp muss noch mal ins Büro gekommen sein, denn er wollte seine Golfschläger holen. Sie standen in seinem Büro, als ich vor dem Mittagessen dort war. Und Sie waren in seinem Apartment, als wir ihn tot auffanden. Aber was Sie nicht wussten, Jerome, war, dass Norma persönlich Philipps eigene Anteile an der Firma in seine Wohnung brachte, kurz bevor Sie dort eintrafen. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie Sie in Ihren Safe gelangen konnten, Sir. Es war nie meine Absicht, ihn umzubringen. Philipp war wie ein Sohn für mich. Nachdem ich mit anhören musste, dass er seine Anteile an Tully verkaufen wollte, fuhr ich zu ihm hin, um mit ihm darüber zu sprechen. Philipp, das kannst du doch einfach nicht tun! Du willst Firmenanteile verkaufen, die dein Vater einmal mühsam erworben hat. Ausgerechnet an einen Ganoven wie Tully. Erspare mir diese Sentimentalitäten, Jerome. Du kannst Tully eben nicht ausstehen. Er entspricht nicht deinen ethischen Vorstellungen, aber das ist dein Problem, nicht meins. Aber Philipp, der Name Ashcroft und Royce, der bedeutet etwas an der Wall Street. Ja, er bedeutet Integrität, respektvolles Verhalten, gutes Geld, der ganze Müll, der für dich das Wichtigste ist. Aber Jerome, ich muss dir etwas sagen. Tully ist bereit, für dieses Image viel zu zahlen. Zweimal so viel zu bezahlen, wie meine Anteile wert sind. Was wirst du jetzt tun? Tun? Ich werde dir sagen, was ich tun werde, Jerome. Ich werde das Geld nehmen und mich endlich mal amüsieren. Ja, du hast ganz richtig gehört. Dann muss ich nie wieder in dieses langweilige Büro gehen jeden Morgen und nicht diese ganzen langweiligen Zahlen addieren und muss nicht umgehen mit diesen spießigen, langweiligen Klienten. Und was ist mit Candace? Gut, dass du darauf kommst, Jerome. Ich weiß ganz genau, dass ihr zwei mich abkochen wollt, damit alles in der Familie bleibt. Aber da mache ich nicht mit. Diese Überlegungen haben mich dazu gebracht, zu verkaufen. Ich müsste mich endlich nicht mehr mit einer albernen, blöden Tochter abgeben. Ich konnte doch nicht zulassen, dass ein Ganove wie Tully Teilhaber in meiner Firma würde, die ich aufgebaut habe. Das verstehen Sie doch, oder? Ich musste doch mein Lebenswerk verteidigen.
Hier, nehmen Sie noch etwas Brot. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Norma, Lieutenant Moynihan hat mir erzählt, dass er einmal Papiere ihrer Lieblingsfirma Lusonic besessen hätte. Ja, ich ging damit Bahn, bevor ich sie abstoßen konnte. Schade, so ein Pech. $500 gingen den Bach hinunter, aber ich lernte meine Lektion. Ich meinte so ein Pech, weil Sie heute ums Dreifache gestiegen sind. Sie hätten einen riesen Profit gemacht. Norma, ich habe den Eindruck, als ob die Wall Street Ihnen doch sehr fehlt. Was haben Sie für Pläne? Ich werde es nochmal an der Wall Street versuchen. Einmal wenigstens noch. Außerdem habe ich eine fantastische Idee. Rudi macht doch so ein wunderbares Brot. Herzensbälle, ohne Konservierungsmittel. Wie klingt das als Name für Brötchen? Das klingt entzückend. Ich werde Rudis Bäckerei in eine Aktiengesellschaft umwandeln. Die werden die Bäckerei vergrößern und modernisieren. Was halten Sie davon? Sie kennen doch jetzt Norma. Erwerben Sie so schnell wie möglich diese Aktien. Musik.